Ja, einen wunderschönen guten Tag kann ich ja fast schon sagen. Vielleicht ist Ihnen schon so ein bisschen aufgefallen, das geht hier heute ein bisschen drunter und drüber. In dem Livestream sind die Chatfunktionen deaktiviert, kann ich mir gar nicht vorstellen. Wir gucken mal, was hier gerade passiert. Also der Chat sollte eigentlich funktionieren. Ich probiere das selber auch noch mal aus. Test. Ja, kommt an. Perfekt. Und ja, sehe ich, passt. Super, gut. Ja, es hat dadurch den Grund, dass ich jetzt Nightbot im Hintergrund am Laufen habe und der natürlich dann auch so ein kleines bisschen den Chat im Auge behalten soll. Muss mal gucken, inwieweit dort möglicherweise die ein oder andere Einstellung jetzt einfach noch irgendwie blöd ist. Aber da kommen wir dann später drauf. Ja, erstmal herzlich willkommen. 12 Uhr um den Dreh herum. Wir haben jetzt die Veranstaltung verteilt Echtzeitsysteme und ich möchte mich natürlich dann heute mit Ihnen um diese Thematik auch kümmern. Ich hatte ein kurzes Gespräch mit unserem Co-Dozenten und der wird jetzt demnächst seine Wunschtermine äußern, wann er denn gerne für seine Bereiche, die er da abdeckt, dann mal vortanzen möchte. Das wird natürlich nicht auf YouTube und auf Twitch gestreamt, sondern dann einfach im Big Blue Button. Aber ich werde Ihnen dann natürlich rechtzeitig die Informationen zukommen lassen, in der Form, dass Sie ja dann genauestens wissen, wann Sie wo auftauchen müssen. Üblicherweise habe ich heute gemerkt, passt die Rüstzeit zwischen dem einen und dem anderen Stream irgendwie doch nicht so gut. Da muss ich vielleicht ein bisschen schneller fertig werden mit der einen Veranstaltung, um dann hier den Aufbau etwas gewinnbringender zu etablieren. Apropos Aufbau, wie Sie schon sehen, die Blickrichtung hat sich etwas geändert. Das hatte ich bereits letzte Woche ja schon angesprochen gehabt. Ich sitze jetzt hier quasi am äußersten Rand des Schreibtisches, damit Sie so ein kleines bisschen hinter mir irgendwas erkennen können. Die Alternative wäre quasi vollends weiß oder Greenscreen. Und noch wehre ich mich so ein kleines bisschen gegen den Greenscreen, weil ich gerne möchte, dass ja, letztendlich das Ganze ein bisschen lebendiger wirkt. Und auf die Art und Weise habe ich auch immer die Notdurft, mein Regal einigermaßen sauber zu halten. Gut, das dazu. Also wenn es Probleme gibt, dass Sie mich schlecht verstehen können oder schlechter verstehen können als sonst, wenn Sie den Blickwinkel irgendwie nicht mögen, dann gerne dazu einen Kommentar im Chat oder unter das Video dann. In der nächsten Pause werde ich dann das alte Video auch irgendwie Kommentar machen, dass das drunter gelegt werden kann. Und dann kriegen wir das, glaube ich, schon relativ gut hin. So, ich gucke trotzdem noch mal, ob ich hier irgendwie die Chatfunktion ist deaktiviert. Das kann ja irgendwie gar nicht sein. Naja, gut, wir gucken mal, inwieweit wir das dann in Zukunft hinbekommen. Ich habe für Sie ein bisschen was vorbereitet und zwar möchte ich heute mit Ihnen über sogenannte perversive Systeme reden, die nichts mit einer Perversion zu tun haben, sondern letztendlich durchdringend sind. Das heißt, Systeme allen voran im Automotive-Bereich findet man die sehr oft, aber vor allem auch, ich sage mal, Hotels, generell Dinge, die irgendwo ein Smart Home darstellen. Ein Hotel haben sie heutzutage ja auch sehr selten noch einen Schlüssel. Meistens kriegen sie irgendwelche Schlüsselkarten, halten die dann vor das Schließsystem. Und siehe da, sie sind in dem Hotelzimmer dann dementsprechend validiert und können das auch betreten. Gleiches Maß geht auch für die Bediensteten, das heißt für diejenigen, die die Räumlichkeiten wieder herrichten müssen, sauber machen müssen etc. Auch eine Karte und dann wird protokolliert, wann wer den Raum betreten hat. Und damit lassen sich natürlich wunderbare Sachen ableiten. Wenn sich da drinnen Mord ja, dargestellt hat, dann kann man gucken, wer war denn zuletzt drin? War es derjenige, der da drin tatsächlich tot aufgefunden ist, oder war es die Putzfrau? Aber meistens ist es der Gärtner, das weiß man ja, ne? Also auf solche Systemkomponenten würde ich gerne heute mit Ihnen eingehen, denn in erster Linie haben wir, glaube ich, ein ganz gutes Portfolio an Wissen schon aufgebaut, was die Begrifflichkeiten betrifft.
Jetzt wollen wir mal ein bisschen den Drive aufnehmen und tatsächlich uns mal mit Thematiken auseinandersetzen, die eher die Anwendung im Vordergrund sehen. So, was haben wir noch vor? Ich habe keine Slido-Fragen hingekriegt vorzubereiten. Das heißt, es wird heute keine Slido-Umfrage geben. Wenn ich irgendwas umfrage, dann mache ich das dann hier im Chat. Das heißt, wenn ich Sie dann bitte, nennen Sie mir doch mal irgendwie ein System oder nennen Sie mir mal die Meinung dazu, die Sie jetzt gerade irgendwo einnehmen, dann machen Sie das bitte über den Chat. Das kommt auf jeden Fall bei mir an. Gut, gehen wir nochmal in den nächsten Bereich hinein. Ich schalte hier mal um. Muss jetzt gucken, dass ich hier auch vernünftig in der Kamera drin bin, irgendwie so. Mit Transparenzen haben wir uns schon beschäftigt. Das heißt, von Ortstransparenz über Zugriffstransparenzen bis zu Replikationstransparenzen gehe ich davon aus, dass das nun wirklich sitzt. Des Weiteren kann man hier natürlich jetzt dementsprechend auch ablesen, dass sich diese Begrifflichkeiten natürlich auch in Kombination irgendwo aufhalten können. Das heißt, ich kann natürlich nicht nur eine Ortstransparenz und eine Zugriffstransparenz, sondern natürlich auch das Dreiergespinst aufbauen. Genauso wie ich aber auch, na, jetzt muss ich hier auf den nächsten Bildschirm. So, zack. Gleichermaßen kann ich aber auch natürlich die Transparenzen in andere Begrifflichkeiten überführen. Ne? Das heißt, Nebenläufigkeiten können eine Rolle spielen. Prozesstransparenz ist eine ganz wichtige Nummer, dass ich eben auch einzelne Prozesse gar nicht weiß, wo laufen die überhaupt? Laufen die auf einem Server? Laufen die auf einem Client? Laufen die irgendwo anders? Laufen die möglicherweise nur auf dem Client, wenn der Server gerade keine Anfragen mehr entgegennehmen kann? Und so weiter und so fort. Also das kann man ganz, ganz individuell gestalten. Aber große Systeme eignen sich eigentlich auch sehr, sehr gut, das zu realisieren. Leistungstransparenz auch für Sie nochmal so als kleines Gimmick. Die lassen sich natürlich auch wunderbar dahingehend einsetzen, dass sie ja ganz dediziert, wenn die Anfragen ganz bestimmter Natur sind, vielleicht auf eine gesonderte Hardware ausweichen, die dann für sie diese Berechnung durchführt. So heißen, sie arbeiten normalerweise mit einem ganz klassischen Serversystem. Sie haben da jetzt aber eine Aufgabe, die irgendwie maschinelles Lernen erfordert. Und da gibt es dann plötzlich einen Server, der vollgepackt ist mit Grafikkarten, auf dem sie natürlich dieses Maß an Leistung dann auch ja, mappen können. Das heißt, diese Leistungsanforderungen werden dann auf genau dieses System gemappt oder auf eine gewisse Anzahl von solchen Systemen. Und das geht natürlich dann auch gleichzeitig wieder mit einem Load Balancing einher. Das heißt, man sollte dann auch im Klaren sich sein oder zumindest wissen, dass natürlich, wenn ein System an seine Leistungsgrenzen kommt, dass es dann zu Beeinträchtigungen kommen kann. Und diese Beeinträchtigungen können natürlich durch einen Load Balancer einfach auch diagnostiziert werden. Und dann werden halt neue Ressourcen hochgefahren, neue Server werden aktiviert. Es ist ja so neue Bestuhlung. Das ist nicht wundern, wenn man hier mal so ein bisschen am Wappkeln ist, weil ich auf einer ja, Feder sitze. Und dementsprechend kann es ab und wann mal der Fall sein, dass ich mich hier ein bisschen bewege. Also nicht schlecht werden, wenn Ihnen doch schlecht wird, deswegen. Dann tut es mir leid. Gut, Sprachtransparenzen haben wir noch nicht drüber gesprochen in der Vergangenheit, ist aber auch so. Sehr viele, vor allem im Web befindliche Systeme, arbeiten mit sogenannten Intermediate Representations, also mit irgendeiner Art von Übersetzungscode und sind dann dementsprechend relativ sprachneutral. Wiederum andere haben eine Middleware, die eben ja alles andere ist als sprachneutral. Und diesen beiden möglicherweise auftauchenden Kombinatoriken müssen Sie sich in Zukunft dann auseinandersetzen. Ich möchte mit Ihnen aber nichtsdestotrotz erstmal auf so ein paar grundlegende Dinge eingehen. Wir sehen hier auf der rechten Seite einfach mal eine riesige Batterie von unterschiedlichen Frameworks, von unterschiedlichen Strukturen oder Vernetzungsmöglichkeiten, die auch eine unterschiedliche Adressierung oder mit denen eine unterschiedliche Adressierung einhergeht. Vielleicht kennen Sie Bluetooth 4.0, vielleicht kennen Sie aber auch schon 5.2 oder 5.1, nämlich Bluetooth Low Energy. Vielleicht haben Sie auch schon mal was von einem sogenannten LoRaWAN gehört oder einem LTE-M oder einem N-Wave oder wie auch immer. Machen wir uns noch was trinken hier. Viele dieser genannten Kommunikationsmedien werden heutzutage im IoT eingesetzt.
Also für diejenigen, die IoT noch nicht so vertraut sind oder die das Wort vielleicht auch gar nicht so intensiv kennen, das ist das sogenannte Internet of Things. Wenn Sie das IoT nehmen, dann ist es das Industrial Internet of Things. Und da können Sie eigentlich ganz viele Fantasiewörter definieren, nach eigenem Belieben, möchte ich sagen. Denn das ist kein geschützter Eintrag irgendwo. Also Sie können IoT nutzen nach Belieben und es für sich verwenden, wie Sie es eben wollen, drehen und wenden wollen. Die Geschichte geht noch ein Stückchen weiter, nämlich diese IoT-Netzwerke, die werden manchmal auch noch mit ganz anderen Begrifflichkeiten in Betracht gezogen. Es hat dann oftmals mit der Anwendung zu tun. Ich sag mal, eine Fahrzeug-Fahrzeug-Vernetzung ist auch nichts anderes als irgendwo ein Internet der Dinge. Wie heißt es denn jetzt? Eine Industrie 4.0-Anwendung ist auch nichts anderes als auf eine Industrieanlage gemappte Technologie, die man aus dem IoT-Sektor her kennt. Also für mich, jetzt aus Dozentensicht, ist es auch völlig unerheblich, ob Sie das nun Internet der Dinge nennen, IoT, ob Sie es, was weiß ich, Industrie 4.0 nennen oder. Ich kann da auf jeden Fall abstrahieren, was Sie damit meinen, nämlich immer eine Technologie, die dadurch einen Benefit generiert, indem sie kommuniziert. Und das eben durchdringend. Also nicht einfach nur ein Rechner, ein Notebook, ein Smartphone, ein Tablet-PC, sondern vielerlei Hinsicht auch Teilnehmer, die deutlich kleiner sind. Also vielleicht sogar die Steuerung ihrer Heizungsanlage. Und damit meine ich nicht mal die große Steuerung am Ende irgendwo an den Wänden, ist das sehr oft für die Fußbodenheizung, sondern ich meine dann wirklich die einzelne individuelle Heizungssteuerung, die am Thermostat befestigt ist. Die hat üblicherweise ja eine Batterie. Und wenn Sie damit lange Freude haben wollen, gerade durch so Wintermonate mit einer Heizperiode, wo Sie eben morgens, wenn Sie aufstehen, zuheizen, über den Tag sind Sie meistens weg, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, und am Abend kommen Sie dann möglicherweise wieder, wollen baden, duschen oder was auch immer, wenn man jetzt mal vom Badezimmer ausgeht, und können dann dort auch eine immense Kosteneinsparung realisieren, indem sie eben nicht den ganzen Tag hinein durchheizen, weil sie sind ja einfach nicht da, sondern sich vielleicht mit ihren Kalender vorkramen und sehen, aha, ich komme irgendwie so gegen 16.30 Uhr frühestens von der Arbeit, allerfrühestens. Das heißt, wenn ich um 16 Uhr die Heizung von 17 Grad auf 20 Grad anheben lasse, ist genug Zeit vergangen, dass sich der Raum akklimatisieren konnte und dass, wenn ich dann nach Hause komme, mich wunderbar ins Badezimmer stelle bei 20 Grad oder 21 Grad. Das ist also harmlos. Interessant wird das Ganze, wenn ich das automatisiert steuere. Das heißt, sehr oft auf Basis eines, das gefällt mir irgendwie noch nicht. Ich muss mal die Kamera so machen. So ist bequemer. Auf Basis eines Automatismus ist meistens Zeitschaltuhr im einfachsten Sinne oder wenn Sie tatsächlich dann noch solche Dinge machen wie Ihre GPS-Koordination mit einbeziehen. Das heißt, Ihre Heizung steuert sich nach den Belieben, wie Sie das System nicht nur kategorisiert, sondern auch eingestellt haben, also welche Konfigurationen Sie dort fahren. Nehmen wir einfach mal das Beispiel, weil wir da jetzt drauf rumgeritten sind, Heizungsanlage. So, Sie sind jetzt mal der Herr oder die Frau des Hauses und sind für die Konfiguration der Heizungsanlage zuständig. Jetzt haben Sie so ein Ding hier, ne? So ein Smartphone, und können mit diesem Smartphone dann dementsprechend auch GPS-Koordinationen abfragen und sagen sich auch immer dann, wenn ich nicht zu Hause bin, dann soll die Heizungsanlage auch nicht laufen. Das heißt, die soll irgendwie vorm Erfrieren geschützt werden oder Einfrieren geschützt werden. Das heißt, so bei 17 Grad ist das üblicherweise dann definiert. Wenn ich mich aber in einem Aktionsradius von 3 Kilometern, 2 Kilometern, 400 Meter, das müssen Sie ja dann sehen, wie Sie das konfigurieren, aufhalte, dann soll die Heizung bitte hochfahren und soll dann irgendwie auf 21, 22 Grad mollig das Badezimmer aufheizen oder das Wohnzimmer oder irgendeinen anderen Raum. Das funktioniert gut. Das funktioniert tadellos sogar, wenn man alleine wohnt. Wenn man als Familie wohnt oder mehr oder weniger sogar als Pärchen,
dann hat man ja nicht nur ein Smartphone, sondern der andere Teil hat es ja üblicherweise auch. Und da sind in der Vergangenheit sehr, sehr viele Systeme an ihre Grenzen gestoßen, indem sie eben nur einen Benutzer zulassen. Bis vor kurzem war das auch noch die Restriktion von einem HomePod von Apple. Ist zwar toll, dass man den fragen kann, wie ist mein nächster Termin, wie ist meine Playlist und was auch immer, warum bin ich überhaupt hier? Wenn das immer auf den einen Menschen gemappt ist, der das Ding für sich konfiguriert hat, hilft es nichts, als ein System zu funktionieren, das für die ganze Familie ausgelegt sein sollte. Ne? Das heißt, Spracherkennung, Stimmenerkennung sind alles Dinge, die jetzt mittlerweile Einzug halten in diese Smart Home-Infrastrukturen, um auch bei den Sprachassistenten unterschiedliche Benutzer voneinander trennen zu können. Über maschinelles Lernen ist das eigentlich kein Riesenhexenwerk, aber nichtsdestotrotz sind das eben technologische Konstrukte, die jetzt so langsam erst in den Markt sprudeln. Ich gebe Ihnen da ein Beispiel aus meinem Privaten. Ich habe das nämlich auch schön gemacht. Mein Smart Home damals in der alten Wohnung noch schön auf mich gemappt. Dann hat mich die Freundin besucht. Und die hatte irgendwie Urlaub, ich musste zur Arbeit. Das war noch zu Zeiten, wo man nicht im Homeoffice unterwegs war. Und ja, mein Handy habe ich natürlich mitgenommen. Dadurch hat die Heizungsanlage gesehen, dass das Herrchen des Hauses eben nicht mehr da ist. Und hat im tiefsten Winter einfach mal den Dienst quittiert und gesagt, nö, also sobald Herrchen nicht da ist, mache ich die Heizung nicht an. Können Sie sich vorstellen, was dann los war, als ich dann 8 Stunden später nach Hause kam? Ne? Hat man dann sowas Zitterndes unter ganz vielen Decken entdeckt? Muss alles nicht sein. Also wenn man solche Sachen intelligent aufbaut, vor allem auch von der Benutzerführung intelligent gestaltet, kann man einen echten Mehrwert generieren. Also wirklich einen spürbaren, echten Mehrwert. Und wir sprechen hier jetzt von Personen, die sind irgendwo 35 Jahre alt. Wie sieht das erst aus, wenn plötzlich Oma Trude, die keine Ahnung, über 80 ist, nicht mehr für die Helligkeit oder für das Herunterfahren des Rollladens aufstehen muss oder eine Fernbedienung nutzen muss oder sogar unterschiedlichste Fernbedienungen für unterschiedlichste Räume nutzen muss, sondern indem sie einfach sagt, hier darf ich natürlich das eine Wort nicht nennen, hey Google, funktioniert hier gut, weil das haben wir nicht, wir sind da im Apple-Universum unterwegs, mach mal bitte den Rollladen im Wohnzimmer runter und zack, wird der Rollladen nach unten gefahren. Man kann es noch weiter auf die Spitze treiben, einfach Sensoren am Haus positionieren, die dann dafür sorgen, in einem Gesamtkunstwerk, also in einer wirklichen Vernetzung, in Abhängigkeit zu den Lichtstrahlen, die da einhergehen, zu sagen, okay, das ist jetzt ein bisschen zu viel. Wir dimmen das hier mal ein bisschen, indem wir den Rollladen etwas runterfahren. Etwas runterfahren. Ist ja auch immer die Frage, wofür es halt gedacht ist. Wenn Freundin nicht eingeplant war, weil vielleicht noch nicht vorhanden beim Einbau. Und man dann nicht genau gedacht hat, dass das Update zu daten passiert, das schnell. Ja, genau. Also letztendlich, wenn man Multi-User haben möchte, muss man von Anfang an Multi-User etablieren. Ist aber auch die Frage, wo macht man den Anfang und wo das Ende? Wenn die Schwiegermutter zu Besuch kommt, dann ist es natürlich sehr stark. Ich guck gerade nochmal im Chat. Der stereotypische Informatiker-Witz. Ja, klar, wir haben keine Freundinnen. Wir können nur Red Bull und Pizza essen. Also Red Bull natürlich trinken. Spaß beiseite. Also, all diese kombinatorischen Möglichkeiten, die sich dadurch auftun, sind in einer Vielzahl und im Kellerleben, ganz genau. Ohne Helligkeit, ohne Licht. Genau, die Schwiegermutter ist ja auch selten alleine in der Wohnung, aber auch möchte ich, dass meine Schwiegermutter auf meinen Sprachassistent zugreifen kann? Möchte ich, dass der Kühlschrank ihr bereitwillig mein Steak aushändigt, das ich vom Schlachter gekauft habe? Das muss man halt für sich sehen, wo da der Anfang und wo das Ende ist. Wir wollen heute die Veranstaltung so ein bisschen in diese Richtung tragen, uns diesen Fragestellungen einfach mal etwas genauer zu widmen. Vielleicht auch mal wirklich aus der Informatik-Sicht das Ganze zu betrachten. Denn das Backend ist natürlich eine Errungenschaft, die mehr oder weniger auf der technischen Grundlage fußt. Das heißt, ein technischer Informatiker, ein praktischer Informatiker, ist dort eigentlich wunderbar aufgestellt, um diese Thematiken dann noch abzuarbeiten. Wenn der Nutzer, und ich meine, niemand ist dumm, definitiv nicht, und ich finde diesen Begriff auch eigentlich nicht passend,
aber ein sogenannter DAO, also ein dümmster anzunehmender User, sagt es eigentlich schon ziemlich gut, auf wohin die Reise abzielt. Nämlich man muss mit dem Schlimmsten rechnen, was derjenige irgendwo anrichten kann damit. Oder man muss damit auch rechnen, dass eben auch weniger gebildete oder eben weniger erfahrene Persönlichkeiten dieses System am Ende nutzen sollen. Gehen wir wieder auf Oma Trude zu sprechen. Wenn die eben, keine Ahnung, ihre Hände nicht mehr richtig benutzen kann, vielleicht beim Sprachassistenten mal die Zähne drin hat und mal nicht, also auch die Akustik sich dann dementsprechend ein bisschen anders darstellt, damit muss ich rechnen. Damit muss ich tatsächlich auch mein System in irgendeiner Art und Weise befeuern. Und wenn ich dann ein System geschaffen habe, ein wirkliches, eine Sandkiste, eine Sandbox sozusagen, in dem das alles möglich ist, dann kann man von einem echten, durchdringenden, perversiven System sprechen, das dann durch das IoT sozusagen stetig wachsen kann. Auch ist es wichtig, historisch gewachsene Software kennen Sie alle zu Genüge. Das glaube ich, brauche ich hier gar nicht erwähnen. Aber auch die Konfiguration Ihres Smart Homes historisch wachsen zu lassen, ist eine irre aufwendige Kombination. Denn nehmen wir einfach mal das Beispiel Philips Hue-Birnen. Die haben irgendeine ID, auf der können Sie sie wirklich ganz gezielt ansprechen. Kein Problem, stehen wir ja auch im Foliensatz, da steht ja was mit Adressierung, kommen wir also gleich auch noch drauf zu sprechen. Ist also keine großartige Problematik. In Ihrer App heißt diese Birne aber Philips Hue Birne 7. Und jetzt haben Sie da irgendeine Lampe, wahrscheinlich drei-, vierflammig, über einem Esszimmertisch. Und da ist dann plötzlich Glühbirne 11, Glühbirne 9, Glühbirne 7 und Glühbirne 24 miteinander verschachtelt. Da kommen Sie nie wieder drauf, dass die tatsächlich diese Gesamtlampe darstellen. Sie müssen also auch anfangen zu gruppieren. Sie müssen anfangen, sich auch so ein bisschen verständliche, weil allgemeingültige gibt es gar nicht so sehr am Markt, sondern verständliche Begrifflichkeiten in Ihrem eigenen Smart Home aufbauen. Das heißt, wenn Sie Ihr Wohnzimmer nicht Wohnzimmer nennen, sondern Stube, ja, dann sollten Sie auch in Ihrem Netzwerk das Ding bitte genauso bedaten, weil ansonsten haben Sie möglicherweise im späteren Verlauf Probleme. Ist das USDK immer noch so schlecht? Ja, es ist, ich sag mal, interessant. Es funktioniert, wenn es funktioniert, und da bin ich auch sehr zufrieden mit. Generell kann ich da auch wie so ein Aktienguru sagen, das ist auf beizusetzen, das kann man kaufen, aber es ist halt teuer. Und die Alternativen sind IKEA und die beiden Bridges, die dafür notwendig sind, sind eben auch aus unterschiedlichen Entwicklungsabteilungen entsprungen. Und man kann mit Drittanbieter-Software Philips Hue derartig gut tweaken, dass sie wirklich einen Benefit darstellen. Das geht mit IKEA meines Erachtens noch nicht ganz so gut, aber das muss letztendlich jeder für sich selbst entscheiden. Ich mag Birnen, die ich auch mal in grün, blau, rot, lila oder ähnliches einstellen kann. Wenn Sie tatsächlich nur warmweiß oder kaltweiß umstellen möchten, können Sie da auch noch mal um ein Vielfaches Geld sparen. Wenn Sie ein Haus bauen, dann wird Sie diese Frage auch tatsächlich, oder werden Sie mit dieser Frage konfrontiert werden, wollen Sie ein Smart Home bauen? Dann müssen gleich die dazugehörigen Kabelverbindungen zusätzlich zu ihren Stromleitungen verlegt werden. Das wird entweder ein KNX oder ein Luxone oder sowas sein. Wenn Sie sagen, okay, ich gehe das jetzt mit, ich möchte dort ein KNX oder ein Luxone-System in meinem Haus etablieren, dann ist das da drin. Das heißt, das werden Sie quasi nur los, indem Sie es totschalten. Und dann haben Sie Geld für etwas ausgegeben, was Sie möglicherweise nicht hinreichend genug nutzen. Also seien Sie sich da auch im Klaren, dass das ein Investment ist für die Zukunft und dass es dann bitte nicht nur in der Zukunft auch noch funktioniert, sondern dass das auch sukzessive erweiterbar ist. Alles solche, ich sag mal, Software-Eigenschaften, die man ja sowieso auf der Agenda haben sollte. Wartbarkeit, Erweiterbarkeit, dass das alles irgendwo gegeben ist. Erweiterbarkeit wird gleich beim Thema Adressierung auch nochmal eine ganz, ganz wichtige Kernaussage dann einnehmen. Gut, also hat man das nun. Und was jetzt? Dann habe ich plötzlich eine Philips Hue-Birne, die auf 230 Volt ausgelegt ist, und ein Luxone-System oder ein KNX-System, das auf 24 Volt ausgelegt ist. Das ist ein gewisser Unterschied, allein schon von der Zahl her. Das heißt, ich muss mir im Klaren sein, dass entweder nur das eine geht oder das andere. Ich kann es natürlich koppeln, indem ich auch irgendwie unter der Decke mal eine 235 Volt Leitung langlege,
für meine Lampe, die ich unbedingt mit Philips Hue bedaten möchte. Ich kann aber auch sagen, 24 Volt, der Trafo ist dann nicht mehr direkt in dem Gerät zu verbauen, sondern der ist dann im Schaltschrank. Dann kann ich auch gleich eine Birne nehmen, LED-Technik, die auf 24 Volt aufbaut und habe dann gar kein Problem mehr. Kann es wunderbar steuern mit HomeKit-Anwendungen, mit Google Home Assist und mit Alexa ohne großartige Probleme. Aber dem muss ich mir im Klaren sein. Was möchte ich überhaupt? Und dann kommen diese vielen, vielen Begrifflichkeiten natürlich zu Trage, die wir hier schon sehen. Natürlich funktioniert das größtenteils mittlerweile alles über Wi-Fi oder eben über Bluetooth. Wi-Fi, wenn Sie ein gutes Zuhause haben, eine relativ große Abdeckung. Das heißt, Sie können aus Ihrem Informatikerkeller auch die Lampen im zweiten OG steuern. Passt. Wenn Sie das mit Bluetooth machen, wird das schon schwieriger. Vor allem, wenn Sie das dann auch noch versuchen wollen, in den Apple-Universum einzusetzen, dann müssen Sie nochmal so richtig schön Geld ausgeben, indem Sie Bluetooth-Repeater einsetzen. Ne? Also auch nochmal eine Begrifflichkeit, die man sich merken kann. Diese Bluetooth-Repeater sind im Apple-Universum entweder iPads, schon recht teuer, oder Apple TV-Boxen. Ein bisschen günstiger, aber wenn man sie nicht braucht, ist auch doof. Ne? Die sorgen dann dafür, dass die Signale von den Bluetooth-IoT-Geräten eben auch weitergetragen werden. Bis zum, also quasi ein Repeating stattfindet. Weitertragen heißt zweites OG aka Mordor. Genau, man hat davon gehört, aber niemand hat es je gesehen. Oh, schöner Kommentar. Also sowas feiere ich natürlich. Popkultur ist immer schön. Ja, also ich bin selber gerade im Haus am Bauen und natürlich ist es schön, dann so einen Spielekeller zu haben und den sein eigen zu nennen. Ich denke, jeder Herr der Schöpfung träumt von sowas. Entweder man möchte da drin Werkstatt aufbauen und eben fummeln, ne? Irgendwas zusammenbasteln. Oder in meinem Fall ist es eben, da träume ich von einem schönen Gaming-Table, der dann, ja, mein eigen ist und ich dann dort nicht nur dieses wunderbare Studio nutzen kann, um mit Ihnen hier Vorlesungen zu definieren, sondern dann vielleicht auch nochmal das Rocket Science Hashtag Gaming eine Rolle spielen wird, indem wir uns dann der analogen ja, Brettspielfront dann widmen. Aber das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Bleiben wir bei der Adressierung. Wenn Sie Bluetooth adressieren, ist es eine andere Adressierung, als wenn Sie Wireless Network adressieren. Üblicherweise hat sich im Wi-Fi-Bereich oder generell im Internet-Bereich, Ethernet-Bereich, zwei Standards etabliert. Nämlich zum einen die IPv4-Adressen und zum anderen die IPv6-Adressen. Ich hoffe mal, dass jedem von Ihnen der Unterschied tatsächlich geläufig ist. Denn das sind durchaus Unterschiede, nicht nur in der Masse an adressierbaren Endgeräten. Da unterscheiden die sich natürlich, klar, wenn ich nur eine kleine Menge an Geräten adressieren kann im IPv4, aber eine irrsinnig große Anzahl im IPv6, dann habe ich da natürlich einen riesen Benefit. Es sei denn, Sie spielen PlayStation 4. Denn dort ist hardwareseitig es nicht möglich, die Netzwerkkarte derart zu konfigurieren, dass sie mit IPv6-Adressen funktioniert. Das heißt, mit grundlegenden IPv6-Adressen vielleicht schon. Aber auf jeden Fall nicht mit einem Dual Stack, sodass sie momentan von eigentlich jedem Internetprovider angeboten bekommen. Ne? Hunderttausender Leitung, alles schön, alles toll. Und dann gucken sie in ihre Fritzbox rein und sehen, na hurra, Dual Stack. Das heißt, sie teilen sich ihre IPv4-Adresse mit mehreren Leuten pseudoparallel und haben eine IPv6-Adresse, mit der sie sozusagen kommunizieren. Ich gucke immer noch mal auf den Chat, ob da gerade noch mal was Wichtiges ist. Sorry. Und mir persönlich ist das passiert, dass ich in die neue Wohnung, aus der ich jetzt gerade streame, eingezogen bin. Das ist jetzt auch schon 2 Jahre her. Und ja, da wollte man dann dementsprechend eben auch Internet haben. Ich wohne in Kremlingen. Das heißt, es gibt hier nicht sonderlich viele Alternativen, entweder Telekom oder HTP. Und da entscheidet man ganz willkürlich natürlich Preis-Leistung und kriegt dann seine Fritzbox zugeschickt, konfiguriert das so alles artig und froh. Man ist ja irgendwo doch Informatiker. Und ja, cool, 100.000er Leitung. Ruft man an und sagt, also eigentlich hatten wir 200 gesagt, also 200.000. Ich hätte die eigentlich auch ganz gern, weil das sind ja jetzt nur 50% des Ganzen. Und siehe da, nach einem kurzen Reboot der Fritzbox geht das auch. Wenn Sie nicht darauf Acht geben, ne? Also Oma Trudel,
macht die Fritzbox an, kriegt 100.000, bezahlt aber 200.000, fällt nicht auf, dumm gelaufen. Mir ist es aufgefallen und natürlich dann zum Abend hin hatte ich mir damals, was war das vor 2 Jahren, Destiny, kennt man vielleicht das Spiel, mit dem Kumpel gespielt. Online natürlich und das PlayStation Network hat mir die ganze Zeit gesagt, nö. Da dachte ich, meine PlayStation ist kaputt. Da habe ich die Kabel ausgetauscht, mal mit Wireless Network eingeladen, einmal mit dementsprechend Kabel gebunden, also wirklich viel rumgeruppt hinterm Fernseher und vorm Fernseher. Bis ich dann irgendwann gesagt habe, das geht so nicht. Also guckt man im Internet, was findet man da? PlayStation 4, Problem IPv6. Guckt man in die Fritzbox und sagt, ich habe aber kein IPv6, das ist IPv4, also muss ich mir keine Gedanken machen. Aber das weitergetragene Signal kommt ja irgendwann mal in der Straße in so einer lustigen Box an und wird dann von dort in das weite Internet herausgetragen. Und wenn sie dort über einen Dual-Stack verfügen, kommt zumindest die PlayStation 4 damit überhaupt nicht mehr zurecht und haben so ein Problem. Schlechte Internetprovider sagen dann wirklich, Problem liegt bei dir. Dein Problem, kauf dir eine Xbox und dann hast du es nicht mehr. Gute Provider, mit denen kann man üblicherweise reden und die haben dann glücklicherweise auch gesagt, alles klar, sehen wir ein und werden da jetzt auf eine IPv4-Adresse ummünzen und dementsprechend von dem Dual-Stack absehen. Und siehe da, ab dem nächsten Tag konnte ich wieder fleißig zocken. Nicht nur durch Corona, sondern auch durch viele andere Aspekte, die man mittlerweile so tagtäglich machen muss, kommt man einfach nicht mehr dazu. Das heißt, eigentlich hätte ich es mir auch sparen können. Aber wer weiß, was die Zukunft bringt. Jetzt kommt aber der spannende Zusatz dazu. PlayStation ist ja jetzt vielleicht schon mal für den einen oder anderen irgendwo auch so eine Sache. Ja, habe ich gar nicht. Will ich gar nicht. Was soll das? Dieses Dual Stack hat auch oder macht irrsinnig viele Probleme, wenn Sie ein Smart Home aufbauen wollen und es von außen erreichen wollen. Also, ne? VPN-Geschichte und so weiter kann unter Umständen mit dem Dual-Stack tatsächlich kritisch werden. Das möchte ich einfach nur mal am Rande erwähnt wissen, denn grundsätzlich haben wir es ja nicht nur mit Hardwarestrukturen zu tun, mit Adressierungen, sondern natürlich auch diesen ganzen Verzahnungen untereinander. Und wenn wir schon sagen IoT, also Internet der Dinge, dann müssen wir uns natürlich auch die Connectivity Richtung Internet ein bisschen genauer anschauen. Gut. Ich denke mal 32-Bit-Adressen, also 4 Milliarden Adressen im Bereich des IPv4s, war schon sehr lange sehr voll. Und Ihre Fritzbox, meine Fritzbox hat immer 24 Stunden oder 48 Stunden spätestens sich mal disconnected, meistens abends, weil sie dann möglicherweise nicht wach sind, es sei denn, sie haben Raid, dann ist das immer sehr kritisch gewesen. Und dann bekommen sie eine neue Adresse zugewiesen, aus einer aus dem Pool, die plötzlich wieder übrig geblieben ist. Weil in Amerika wird gerade geschlafen, sie werden gerade wach, also brauchen sie eine frische Adresse und der Ami, der kann dann dementsprechend noch ein bisschen weiter porfen. Das ging relativ lange, relativ gut, aber mittlerweile haben wir ja nicht nur ein Endgerät. Hier läuft jetzt gerade ein Notebook, im Nachbarraum ist meine Freundin mit ihrem Notebook, im Internet, wir haben beide noch Smartphones, das heißt, allein schon mal 4 Geräte, die gerade mit dem Netzwerk verbunden sind. Und das hat natürlich zur Folge, dass ich dafür einfach auch dann dementsprechend Adressen brauche. Wenn ich die im lokalen Netzwerk bereitstellen kann, dann ist das gut. Aber im globalen Netzwerk ist das natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. 128-Bit-Adressen, das heißt 2,4 mal 10 hoch 38 Adressen. Das ist eine ziemlich große Zahl und da werden wir auch noch lange nicht an die Kapazitätsgrenze stoßen. Das wird noch ein bisschen dauern, aber irgendwann wird jeder Fitz und Feuerstein mit dem Internet verknüpft sein und dann werden wir wieder auf irgendwelche Problematiken stoßen. Also genug Adressen für jedes Molekül der Erdoberfläche steht jetzt da ein bisschen ketzerisch. Rein rechnerisch ist das aktuell richtig, aber wer weiß, was wir demnächst noch machen, ne? Direkt irgendwie eine Kolonie auf dem Mond und mit denen wollen wir auch kommunizieren. Das macht man üblicherweise nicht mehr per Bluetooth, aber da gibt es dann dementsprechend andere Möglichkeiten. Also das sollte Sie jetzt so ein bisschen aktivieren, da in das Mitdenken hineinzukommen. Und ich finde das auch super, dass Sie da wie spaßeshalber im Chat dann dementsprechend auch komplett noch mitmachen. Ne? Schönste ist bei meiner Freundin haben Internet, solange der Nachbar mit seinem Internet abgreife off ist. Ach so, danach ist immer komplett over. Ja, auch das sind tolle Sachen. Ich habe schon viel im Bereich, oder ich kenne, Sie sind ja selber Informatiker, das heißt, das kennen Sie. Dann werden sie mal angerufen und sagen, kannst du mir mal Office installieren?
Habe ich nicht im Studium gehabt, kann ich nicht. Also natürlich, es wird immer gedacht, dass ein Informatiker in der Lage ist, ein Office zu bedienen. Und es wird auch immer gemeint, dass man das auch in der Lage ist zu installieren oder mal ein neues Windows installieren, lalalala. Bis der Informatiker muss das ja können. Und es wird immer lustig, wenn man dann mal die Fritzboxen konfigurieren muss für irgendwie den Nachbarn oder wie auch immer. Und wenn natürlich dann die Konfiguration auf irgendwelchen Automatismen aufbaut, dann kann das gut funktionieren, muss aber nicht. Ne? Dann ist man irgendwie mit 50 Nachbarn im gleichen Kanal unterwegs. Jede einzelne dieser Übertragungen stört sich gegenseitig und dann hat man echt ein riesengroßes Problem. Bis hin zu einem Kumpel von mir, der schon Kinder hat, der sagt, wenn er seine Kinder mal sehen möchte, ändert er kurzfristig das WLAN-Passwort und dann kommen die von ganz allein aus den Löchern gekrochen. Ne? Funktioniert auf die Weise, glaube ich, ganz gut. Danke, bin auch bei HTTP und habe mit dem VPN auch Probleme. Wird gleich mal ausprobiert. Ach, wie schön. Ja, dann ruf den Kollegen in Hannover mal an und sag mal, du hast eine PlayStation 4 und die läuft mit Dual Stack nicht. Du brauchst also eine IPv4-Adresse. Dann wird er ein bisschen murren und ja, ne, bisschen mit Braunschweiger Zeitung drohen und anderen Dingen. Ich denke, da sind sie gut genug unterwegs, um das zu wissen. Aber ne, auf die Art und Weise kann man, wenn man denn Glück hat, ich will das jetzt nicht als Scheunentor sehen, sondern wenn man mit Leuten vernünftig redet, kriegt man meistens auch eine vernünftige Antwort. Aber das Problem, ne, VPN, könnte tatsächlich daran liegen. Schauen wir mal weiter im ganzen Bereich hier. Auf den nächsten Monitor wieder mappen. Zack. Das muss ich auch irgendwie mal hinkriegen, dass das einfacher geht in Zukunft. So, Adressierung, ne? Also, das ist natürlich jetzt relativ illusorisch dort, sich die Struktur genauer anzugucken, also hexadezimal und solche Dinge. Aber wenn man sich mal nur diese Präfixes dort anguckt, diese Subnetzen, dann wird man schon merken, wie groß letztendlich der Adressierungsraum von einer IPv4 gegenüber einer IPv6-Adresse ist. Ne? Immens. Also jedes Molekül, ne, ketzerisch formuliert, aber letztendlich kann man sehr, 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 sehr viele Endgeräte mittlerweile mit diesen, ja, mit dieser Adressierung auch ganz knallhart identifizieren. Und auf der Art und Weise ist es nicht notwendig, dann weitere Repeater oder Switche oder sonstiges einzusetzen, was sie letztendlich ja zu Hause tun. Ihr Router ist ja auch nichts anderes als eine Switch-Funktion, die hinterlegt wird. Das heißt, sie haben üblicherweise 192, 168, 0 und 1 folgend irgendwie ihr internes Netzwerk. Da können sie natürlich bis 255 Teilnehmer in dem einen Subnetz wunderbar kommunizieren. Ich weiß nicht, ob sie schon mal mehr als 255 Teilnehmer bei sich zu Hause hatten. Ich nicht. Und ich glaube, bei der Anzahl von 10, die aktuell möglich ist, wird das auch schwierig umzusetzen sein. Aber mit der IPv6-Adressierung wäre es sogar möglich, diese Switch-Funktion von den aktuellen Routern auch einfach ad acta zu legen und sie direkt zu kommunizieren zu lassen. Gut, also auch IPv6 hat so ein bisschen in den letzten Jahren zugenommen. Das Bild stammt von einer Analyse von Google. Kommt man also einfach Google eintragen, IPv6, und dann kriegt man eigentlich von Google direkt schon irgendwelche Wertigkeiten. Sukzessive ist es so, dass seit 2017 eigentlich immer mehr in Richtung Vergabe von IPv6-Adressen läuft. Wenn Sie IoT-Geräte haben, die mit einem Wi-Fi geknüpft sind, dann haben Sie automatisch auch ja, eine interne Repräsentation und möglicherweise eine externe Repräsentation. Und mit dem Siegeszug der IoT-Geräte im Heimautomatisierungsbereich ist auch die Notwendigkeit einer anderen Adressierung immer, immer prägnanter geworden. Das brauchte man also dann wirklich und hat auch gemerkt, dass es nicht einfach nur illusorisch ist, irgendein Buchwert, der jetzt einfach erreicht worden ist, sondern es ist tatsächlich so, dass man diese vielen Anzahl von ja, neuen Adressierungsmöglichkeiten einfach braucht. Auch hier, es gibt noch weitere, zum Beispiel den U-Code mit 128 Bit, hat aber so keine inhärente Bedeutung. Dieser Code ist aber auch eindeutig. Oder die elektronischen Produktcode, also EPC-Code. Das ist ein Code, der die eindeutige Identifikation von Objekten oder Diensten darstellt. Der wird sehr, sehr gerne mit RFID-Tags verwendet. Und ich denke mal, da ist Ihre Fantasie eigentlich keine großartige Grenze gesetzt, in welcher Form man RFID-Tags heutzutage einsetzen kann.
Ich gebe Ihnen mal einen Hinweis oder eine Anekdote aus meinem Privaten. Ich war vor etwas, ja, fast genau 2 Jahren, war ich unsere Partneruniversität in Kenosha, also in Wisconsin, Amerika, besuchen. Im Winter war das, ja, muss ja sein, wenn es vor fast 2 Jahren der Fall ist. Und ich meine, wenn man erstmal dort ist, dann wird man sich sicherlich auch irgendwann mal Gedanken machen, mein Gott, warum soll ich eine Diesel-Jeans oder eine Levi's-Jeans hier für 130 Euro kaufen, wenn ich sie dafür $30 bekomme? Und so war es dann auch. Interessant war, dass ich gar nicht wusste, dass meine hier in Deutschland gekaufte Levi's-Jeans über ein RFID-Tag verfügte, wo ich mich im Levi's-Store in Amerika quasi nur vor einen Spiegel stellen musste und schon wurden mir die Informationen angezeigt, die meine jetzt getragene Hose hat. Nämlich Größe, Bundweite, Länge, Schnitt. Gibt ja da diese, ich will jetzt keine Werbung machen, es gibt ja genug unterschiedliche Skinfit und Slimfit und wie die ganzen Dinger heißen. Da hat dann Levi's einfach einen Nummerncode mit 511 oder 504 oder was auch immer. Es soll jetzt auch nicht großartig tragisch sein. Aber das war recht beeindruckend, weil dann auch die Verkäuferin dann sofort meinte, ja, alles klar, ich bringe dir eine neue. Und sag mir schon mal, welche Farbe du haben möchtest. Und dann hatte ich das Ding, konnte es anprobieren. Und ich müsste es gar nicht anprobieren, weil es passt. Haargenau so wie die Jeans, die ich hier in Deutschland auch gekauft habe. Und da wurde mir das zum ersten Mal, obwohl ich natürlich auch viel in diesem Bereich ja nicht nur lehre, sondern auch geforscht habe, wie durchdringend solche Technik eigentlich sein kann. Ich meine, bezahlen mit dem Smartphone ist mittlerweile gang und gäbe. Ich denke mal, geben Sie mal gerne mal ein Feedback als Kommentar, ob Sie das schon machen. Also ob Sie irgendwie Google Pay nutzen oder diverse andere Beispiele. Man gibt ja Apple Pay, Google Pay, es gibt PayPal, glaube ich, auch in der Variante. Also generell, ich meine jetzt nicht das kontaktlose Bezahlen mit Ihrer Karte, sondern wirklich das kontaktlose Bezahlen mit Ihrem Smartphone oder Ihrer Smartwatch. Ob Sie das nutzen, das würde mich mal interessieren. Machen einige nicht tatsächlich. Warum nicht? Das wäre jetzt nochmal die Frage. Denn es ist ja tatsächlich unglaublich einfach. Ich mache das relativ regelmäßig. Meine Kreditkarte ist dementsprechend mit meinem Smartphone verknüpft und auch dementsprechend mit meiner Smartwatch. Wenn ich gerade, was weiß ich, die Hände voll habe und an der Kasse stehe und sowieso gucken muss, weil ich immer eine Tasche vergesse, immer. Wie ich diese Sachen jetzt in den Kofferraum von meinem Auto transportiere, da habe ich weder die Zeit noch die Möglichkeit, schnell noch in meine Hosentasche zu greifen und eine von den vielen Karten herauszunehmen. Es ist ja nicht nur eine, sondern ich habe ja eine Vielzahl von Karten, die dort ja, mehr oder weniger dann irgendwo rausgezogen werden muss. Ne? Das heißt, man möchte ja vielleicht noch Payback-Punkte sammeln, man möchte dann vielleicht auch noch irgendwie mit der Karte bezahlen. Und all diese Dinge sorgen letztendlich dann dafür, dass es irgendwo ziemlich unwohl wird in der Kassensituation. Und ja, einmal der Uhr sagen, ne? Zweimal drauf tippen an das Endgerät, dann vibriert das Handgelenk, es vibriert das Gerät und zack ist die Sache erledigt. Und das ganz Schöne daran ist, GPS-Koordinaten, wo habe ich was gekauft, wird hinterlegt als Transaktion. Das heißt, ich kann im Nachgang wunderbar auch wieder. Brauche also nicht meinen Kontoauszug dafür herleiten, sondern ich sehe ganz genau, was wann von meinem Konto runtergegangen ist. Und wenn ich dann das Ganze auch debitmäßig betrachte, komme ich gar nicht in diese Situation herein, dass ich sage, okay, ich habe ja irgendwie noch 1000 Euro auf dem Konto. Lass mir doch ein neues iPhone kaufen. Wie schön ist das denn? Und gar nicht im Kopf habe, dass da noch ein paar Rechnungen im Hintergrund sind, die einfach noch nicht abgebucht worden sind, aber schon mal hinterlegt worden sind. Das wird dann peinlich. Wenn man dann nach Hannover fährt und im Apple Store sagt, jo, volle Hütte bitte, einmal bitte 1000 Euro. Und die dann sagen, ja, sorry, irgendwie geht das mit ihrer Karte gerade nicht. Ne? So, ich gucke mal im Chat. Also einige von Ihnen haben gesagt, nee, machen Sie überhaupt nicht. Karte draufhalten ist auch einfacher. Jawohl, mit Apple Watch macht einer tatsächlich das ähnlich wie ich. Offenkundig liegt es an der nur einen Karte, die viele dann haben, dass sie dementsprechend das nicht machen wollen, das sind eben Studentenprobleme. Ja, also das Mehrkartenproblem kommt natürlich dann dadurch zustande, dass man einfach auch Konten an unterschiedlichen Kreditinstituten hat. Ne? Also ich meine, wenn sie dann irgendwie mit einer Partnerin oder einem Partner zusammenleben und die Kosten von einem Mietkosten oder sowas voneinander trennen müssen,
Wir machen so ein Gemeinschaftskonto auf, machen so einen Dauerauftrag beiderseitig auf dieses eine Konto und ihr Vermieter zieht von diesem dann sozusagen per Lastschriftverfahren die Miete runter. Also so haben wir es gelöst und das ist meines Erachtens auch eins mit der einfachsten Varianten. Aber sie kommen natürlich auch mit einer einzelnen Karte aus, soll das nicht heißen. Fast nur noch mit der Apple Watch. Das ist schön, das finde ich gut, das mache ich nämlich ähnlich. Mich hätte natürlich interessiert, ob es da irgendwelche Derivate gibt. Also dadurch, dass ich natürlich nur in dem Apple-Universum zu Hause bin, weiß ich ja gar nicht, wie gut oder schlecht das zum Beispiel mit einem Samsung-Telefon funktioniert oder mit einer Samsung-Watch. Aber gut, dann muss ich an der Stelle vielleicht dann doch nochmal das Internet bedienen und ein bisschen schauen, dass ich durch Tests etc. etwas schlau werde. Gut, also Produktidentifikation. Geht soweit eben wirklich Farbe, Größe, besonderer Schnitt oder zu identifizieren. Ihre Fahrzeuge, die Sie zum Beispiel Ihr eigen nennen, haben auch eine Identifikationsnummer, ist die Fahrgestellnummer. In der Fahrgestellnummer ist sogar hinterlegt, wo das Auto produziert wurde, Typ und Fabrikat und natürlich auch Hersteller. Und alles Dinge, die stehen in der EAN-Nummer mit drin. So, Pixel 3 würde es unterstützen, N26 Bank wird auch direkt erkannt. Ja, N26 Bank habe ich auch. Ist aber immer natürlich so eine brisante Geschichte, weil das unter anderem auch eine dieser vielen Banken ist, die sehr, sehr oft mit negativen Schlagzeilen in den Medien auftauchen. Also, falls N26 zusieht, ne, bessert das mal ein bisschen nach. Danke. Perfekt, gut, gehen wir mal weiter in den Bereich, dass wir uns jetzt nicht nur ausschließlich hier mit Adressierung bekämpfen wollen, sondern auch vielleicht mal was sehen. Nämlich im Sensing-Bereich, im Sensieren. Wir haben ja schon viele Dinge in anderen Veranstaltungen, also wenn Sie heute zum Beispiel Automotive Systems zugehört haben, haben wir uns auch mit Sensoren beschäftigt. Das ist hier nichts anderes. Wir haben einen Sensor, der irgendwas detektiert. Luftdruck, Temperatur, möglicherweise sogar eine Information austauscht, die vielleicht sogar mehr wert ist als eine einfache Temperatur oder irgendetwas anderes, vielleicht auch Näherungswerte. Und Sensor ist eben letztendlich nichts anderes als Transformieren von Signalen in verschiedener Energien oder in verschiedenen Energien, also elektrische Signale allen voran. Und die werden möglicherweise getriggert, getaktet oder was auch immer. Da kommt dann eine Art von Struktur plötzlich raus, die sich immer auf Nullen und Einsen runterbrechen lässt. Immer. Und die wird auf der anderen Seite identifiziert als dann irgendetwas, als eine Jeans, als ein Smartphone, als ein irgendwas. Wir haben bei uns am Campus, das können Sie mal schlecht sehen, wenn Sie nie da sind, ne? Aber ich bin ja mittlerweile auch sehr selten dort, natürlich auch Projekte am Laufen. Das heißt vor allem auch Forschungsprojekte. Und eins unserer Forschungsprojekte beschäftigt sich mit dem sogenannten Recycling 4.0. Also auch wieder ein Kunstwort, wo hinten eine 4.0 dran geklatscht worden ist und vorne einfach ein Anwendungsfall. In dem Fall Recycling. Und vielleicht haben Sie es schon mal mitbekommen, Recycling ist eine große Sache. Viele Dinge, die Sie nicht mehr brauchen oder die ich nicht mehr brauche, gehen in die thermische Verwertung. Das heißt, sie werden verbrannt. Dafür wird dann dementsprechend ein bisschen Energie erzeugt. Durch die Wärme kann man möglicherweise eine Turbine antreiben oder was anderes Schönes und kann das dann als Strom verkaufen. Aber ich sag mal, Sinn und Zweck ist es ja eher, etwas wiederzuverwenden. Plastiktüten zum Beispiel. Oder vor allem auch Bereiche, die Sie ja an Stränden finden. Da ist ja mittlerweile eine richtige Industrie daraus entstanden, dass es total en vogue ist, nur noch Handyhüllen zu kaufen, die aus Ozeanplastik, mal davon abgesehen, dass an keinem Ozean ursprünglich Plastik auftaucht, aber gut, aus Ozeanplastik sozusagen recycelt worden ist. Es gibt Taschen, die aus alten LKW-Planen geschneidert worden sind, die dann plötzlich total en vogue sind. Da gibt es also viele Möglichkeiten, Dinge zu recyceln. Jetzt gehen wir mal auf so ein Beispiel Auto. Wenn so ein Auto recycelt wird, dann denkt man in allererster Linie an die Ludolfs zurück und dann wird es ausgeschlachtet. Das, was noch gut ist, wird auf einen Haufen gemacht. Das, was schlecht wird, wird am Ende zusammengedrückt und zusammengematscht und am Ende, ja, zerhäckselt. Wer bewertet denn, was gut und was schlecht ist? Kann man das vielleicht digitalisieren? Kann man das vielleicht auch automatisieren? Und das ist eine ganz spannende Frage, die eben auch mit der Sensorik, mit der Aktuatorik und einfach mit dem IoT zu tun hat. Denn wenn ich eine Identifikationsnummer habe, die sich nicht ändert, die immer gleichbleibend ist,
Dann kann ich über das gesamte Leben eines Objektes, Flugzeug, Auto, Toaster, was auch immer, ableiten, was hat der denn so erlebt? Wie alt ist er denn jetzt schon mal? Auch das Auto ist ja 38 Jahre alt. Ja, da ist wahrscheinlich nicht mehr so viel schön dran. Dann gehe ich mit einer Kamera und gucke mal den Unterboden an, entdecke möglicherweise Rost oder wie auch immer. Relativ simpel mit einem Kamerasystem, by the way. Und kann am Ende eben eine Zahl ausspucken. Also da musste kein Mensch mehr Finger für krumm machen, eine Zahl ausspucken, die sagt, okay, das ist jetzt 50 Euro wert. Und jetzt kann der Schrotthändler sagen, alles klar, ich gebe dir einen Bierkasten dafür und dann sei glücklich. Oder ja, maximal 50 Euro. Ja? Und das sind Dinge, die meiste Anstrengung im Recycling geht darin ein, diese Dinge voneinander zu trennen. Deswegen sollen sie ja auch Rohstoffe voneinander trennen. Das ist ja nicht, weil man sie in irgendeiner Art und Weise nötigen möchte. Es ist auch nicht, dass man sie in irgendeiner Art und Weise erziehen möchte, sondern es erleichtert den Prozess für alle, wenn wir bereits Kunststoff von Restmüll und von irgendwelchen anderen Dingen getrennt haben. Denn ein ganz wichtiges Gut ist zum Beispiel Aluminium. Das ist den meisten gar nicht bewusst. Aluminium ist eins der wenigen Rohstoffe, die wir auf diesem Planeten haben, die zu 100% recycelbar sind. Das heißt, ein altes iPhone zu zerschreddern und wieder quasi einzuschmelzen und ein neues Unibody-System draus zu machen, ist eine never-ending Story. Deswegen möchte Apple gerne diese Geräte zurückhaben. Deswegen möchte auch, ich sag mal, auch vielerlei von Automobilkonzernen gerne ihre eigenen Fahrzeuge recyceln, weil sie dadurch einfach viel, viel günstiger im Einkauf werden. Stahl, ja gut, das ist immer so eine Sache, welche Legierungen sie da nutzen. Die lassen sich dann mal besser miteinander mischen, mal weniger gut. Wir haben immer ein bisschen Ausschuss dabei, aber Aluminium ist eine tolle Angelegenheit. Gibt es also in vielerlei Hinsicht Beispiele, auch aus dem Recycle-Bereich, wo das eine Rolle spielt. Gucken Sie sich Ihre Smartphones an. Es ist völlig egal, ob es mit einem i anfängt oder mit einem Samsung oder mit einem was auch immer. Da sind so Schrauben drunter. Ne? Pentaloop-Schrauben kennt man als iPhone-Besitzer. Hier halte ich mal hier unten rein. Ne? Da und da werden im ganzen Leben des iPhones nicht einmal ausgeschraubt. Die werden einmal reingeschraubt und dann irgendwann, wenn man es verschrottet, eigentlich noch nicht mal mehr ausgeschraubt. Die Produktion dieser Schrauben kostet Geld. Die Leistung, die diese Schraube erledigen musste, ist aber relativ banal, möchte ich fast sagen. Die hält was fest. Wenn man die jetzt rausschrauben würde, könnte man sie auch wieder reinschrauben und es würde genauso gut halten. Warum also nicht einen Roboter programmieren, der dafür ausgelegt ist, iPhones in seine Bestandteile zu zerlegen? Weil man weiß ja, wie man sie zusammengesetzt hat. Man kennt ja jeden einzelnen Schritt, der aufeinander folgen muss, damit man diese Geräte zu einem Gesamtkunstwerk zusammenbaut. Also warum nicht reversiv das Ganze betrachten und jeden einzelnen Schritt nur rückwärts machen? Logicboard von Kamera wechseln. Die Kamera ist ja meistens auch nicht schlecht. Was schlecht ist, ist eben, ja, diese. Zeig Ihnen das mal hier, ne? So eine Kamera. Diese Ditches hier oben drauf, das ist ja eine Glasplatte. Die brauche ich ja nicht. Ich brauche ja die Kamera dahinter nur. Und der ist eigentlich nichts. Also warum nicht auch die recyceln? Warum nicht, wenn ich sowieso ein neues Konstrukt baue, wo ich die alte Kamera wieder verwende und dem Kunden einfach kostengünstiger möglicherweise zur Verfügung stellen kann? Das wäre ein total cooles Konzept, was sich momentan noch einige in der Industrie auch anschauen. Aber das so am Rande. Verbunden oder verbinden letztendlich reale und virtuelle Welt miteinander, diese Sensoren, können natürlich sich ganz, ganz viele Sachen virtuell herleiten, aber irgendwann, wenn es darum geht, ein gewisses Maß an Wärme oder an Kälte zu verspüren, dann muss dann einfach dieses System auch mal was tun und sagen, okay, also in dem Raum, wo wir uns gerade befinden, sind es eben irgendwie nur 6 Grad. Es sollten aber 20 sein. Also haben wir eine Diskrepanz. Und dann muss irgendetwas getan werden. Der Algorithmus sieht schon, ups, das ist irgendwie falsch. Ein Regelalgorithmus, wenn man so will. Und arbeitet dann einfach sukzessive daran, dass ein Aktuator, in dem Fall möglicherweise die Ansteuerung ihrer Heizungsanlage, dafür sorgt, dass die Temperatur steigt. Gleichermaßen aber auch steigt diese Temperatur ja irgendwo an so einem Peak. Und 20 Grad ist irgendwo hier oben und es steigt und steigt und steigt weiter. Sie wollen natürlich nicht 20, 30, 40 Grad plötzlich in der Bude haben, sondern es geht natürlich immer, so eine Art Sinusform einzuhalten. Einmal ein bisschen überschwingen zu dem Zielwert, einmal ein bisschen unterschwingen zu dem Zielwert, sodass Sie da ein Wohlfühlszenario haben. Bei Temperatur ist das nicht so das Problem, denn in Ihrem Raum ist es eigentlich unerheblich für Sie,
ob es nun 23,4 Grad sind oder 22,9. Also diese 0,5 Grad nehmen sie meistens nicht wahr. Wir Männer üblicherweise nehmen auch 1 Grad Differenz nicht sonderlich wahr. Die Damen sind da sensibler. Also die Sensoren einer Frau arbeiten höher oder präziser als die eines Mannes, könnte man so sagen. Das kann man sogar auf viele Aspekte abstrahieren. In vielerlei Hinsicht sind die guten Damen uns da in ferner Tiefen auch voraus, definitiv. Aber das muss man jetzt ja nicht zu tief treiben hier, ne? Gut, RFID-Tags habe ich schon mal drauf was zu erzählt. Diese Objekte im Sensorenbereich sind natürlich sehr oft auch größerflächig. Hier mal so ein lustiger Kühlschrank. Und so ein Kühlschrank kann natürlich mit einer ganzen Batterie von unterschiedlichen Sensoren ausgestattet werden, die Sie alle natürlich auch auslesen müssen, die Sie intelligent miteinander verzahnen müssen, die möglicherweise Informationen aus dem Internet abarbeiten oder eben mit dem Internet verknüpft sind. Nehmen wir uns den klassischen Kühlschrank vor, da machen Sie die Tür auf und gucken rein. So, jetzt habe ich vorhin gelesen gehabt, Studentenprobleme halt, dann wird wahrscheinlich Ihr Problem sein, dass er sehr, sehr oft sehr, sehr leer ist. Ne? Gut. Aber was ist passiert? Sie haben die Tür geöffnet und die Thermodynamik, ich will mit Ihnen jetzt hier nicht Thermodynamik machen, sonst müssten wir mal nach Braunschweig gehen und dann würden wir wahrscheinlich alle ziemlich mit den Ohren schlackern. Aber so ein paar grundlegende Dinge, die kennt man ja halt. Man macht die Tür auf, die Energie da drin entweicht. Das heißt, dass diese Energie in Form von Kühle entweicht in dem Moment, in dem Sie die Tür aufmachen. Machen Sie die Tür wieder zu, muss dort drin erstmal wieder gearbeitet werden, um kontinuierlich überall wieder die gleiche Temperatur zu erreichen. Im Übrigen sind das so, ja, 4 bis 6 Grad in dem Kühlschrank. Wenn Sie jetzt diesen Kühlschrank mit einer Glasplatte ausstatten, wie das aus der Disco kennt, ne? So ein Bierkühlschrank oder eine Cola drin oder was auch immer, dann sehen Sie den Füllstand ja direkt und können auch ohne diesen Kühlschrank zu öffnen schon mal sich Ideen bereithalten, was denn passiert, wenn der gewisse Füllstand nicht mehr erreicht ist, sondern wenn dann plötzlich unterschritten wird. Solche Technologien lassen sich auch wunderbar heutzutage etablieren. Nehmen Sie eine Kühlschrankfront und klopfen zweimal drauf und haben dann dementsprechend einmal ein Glas, das eben mattiert ist. Das können Sie mit Elektronen wunderbar machen. Und das wird dann klar, indem Sie zweimal draufklopfen und wird dann dementsprechend nach einer gewissen Zeit wieder mattiert oder Sie klopfen nochmal drauf und es mattiert dann. Aber Sie haben auf jeden Fall einen Überblick, was ist im Kühlschrank, ohne dass Sie die Tür öffnen mussten und ohne dass Energie entweicht. Das ist Mikrocent, ne, von dem wir hier sprechen. Aber denken Sie mal ein bisschen größer. Denken Sie mal an Ihren eigenen Kühlschrank, wie oft Sie den auf und zu gemacht haben, ohne überhaupt etwas zu entnehmen oder gar reinzupacken, so einfach nur um zu gucken. Das sind am Ende des Jahres vielleicht dann doch nochmal 5, 6, 7 Euro. Und das läppert sich mit vielen, vielen, vielen anderen Bereichen dann einfach auf. Und mit unseren kleinen Babykühlschränken, ja, da kann man wahrscheinlich gar nicht so viel was machen. Aber große Tiefkühlanlagen, wo wir wirklich richtig, richtig, richtig viel Durchsatz auch haben, wenn da mal eine Temperatur entweicht, dann kann das einfach Energiekosten nach sich ziehen, die durchaus spürbar sind am Ende des Jahres. Und ich gehe nochmal einen Schritt weiter. Wenn ich denn über Kamerasysteme in meinem Kühlschrank in der Tür verfüge und ich nehme meinen Joghurt und stelle den dort rein und der wird von mehreren Kameras detektiert und eine dieser Kameras konnte tatsächlich auch noch den EAN-Code von dem Joghurt scannen und weiß ab sofort genauest, dass das sogar nicht nur ein Joghurt ist, sondern ein Milchreis mit Kirsche. Und das Haltbarkeitsdatum kennt er auch zufälligerweise und wo ich es hingestellt habe. Also in welchem Quadranten im Kühlschrank steht jetzt dieser Joghurt. Sollte dann irgendwann die Zeit vergehen und diese Mindesthaltbarkeit plötzlich erreicht worden sein, dann kann der Kühlschrank automatisch Alarm schreien. Das ist vielleicht für uns jetzt Zukunft. Ach, wozu brauche ich denn das? Ein Joghurt wird erst oder ein Milchreis wird erst richtig lecker, wenn er 2 Jahre drüber ist. Sieht so richtig schön oben alles, ne? Erstmal rund aufgebläht hat, dann ist das unsere Entscheidung, das dann noch zu essen oder nicht. Aber denken Sie an die Bevölkerung, die immer älter wird, die immer mehr Hilfe braucht, obwohl sie sie nicht eingestehen würde. Also Thema Demenzkrankheit und so weiter und so fort. Für die kann das eine echte Entlastung sein, dass sie eben was rausnehmen und ihnen dann mitgeteilt wird, das schmeißt besser weg.
Und ich denke natürlich in der Konstellation, gesellschaftlich macht das auf jeden Fall was her, aber man muss eben auch betrachten, wie weit man diese Sache ja letztendlich treiben möchte. Wie digital oder wie vernetzt möchte man seinen Haushalt später wirklich haben? Denn von dem eigentlichen Grundgedanken her, Gerätschaften miteinander zu vernetzen, Gerätschaften mit zusätzlichen Informationen auszustatten, auch aus dem Internet entsprungenen Informationen, ist letztendlich das klassische Look and Feel vom Internet of Things. Ist also nichts Tragisches in keinster Weise. Steht hier noch was Wichtiges? Reale virtuelle Welt, Cyber-Physical System, ja. Das ist eine Begrifflichkeit, die ist auch relativ spannend. Ist auch nicht gesichert, das Ding. Das hat man einfach irgendwann mal so etabliert, dass das Wort Cyber natürlich irgendwo so im Internet oder verbunden mit dem Internet bedeutet und physikal oder physisch natürlich das physische Konstrukt. Das heißt, ein Element, das sowohl eine Repräsentation oder eine Connectivity in Richtung Netzwerk hat, aber eben auch physisch irgendetwas macht, Tür auf, Tür zu und so weiter und so fort, nennt man ein Cyber-Physical System. Apropos Tür auf und Tür zu. Wenn Sie jetzt tatsächlich jemand sind, der den Kühlschrank ständig auf und zu macht, dann lässt sich damit auch noch was Positives erzeugen. Sie machen ja quasi, Sie geben ja Energie in die Tür hinein. Jetzt kann man ja über Energy Harvesting nachdenken, dass jedes Mal, wenn Sie diese Tür öffnen und wieder schließen, dort durch einen kleinen Generator die Bewegung entgegengenommen wird und dann Energie erzeugt wird. Milliwatts. Aber über das ganze Jahr ist das vielleicht schon mal ein bisschen was. Können Sie wahrscheinlich nicht Ihr Telefon mit aufladen, aber sukzessive kann man auf diese Art und Weise weiterkommen zu etwas, was sich autark nennt. Und Autarkiegrate, gerade bei oder bei Einfamilienhäusern, ist mittlerweile durchaus 80, 90% möglich. Das heißt, mit Photovoltaikanlagen können Sie Ihren Strombedarf vollkommen alleine decken, zu 80%. Im Winter wird es ein bisschen schwieriger, aber grundsätzlich, wenn Sie dann eben vielleicht noch mit nachwachsenden Rohstoffen, wie zum Beispiel Holzhalzen, Pellets oder gar wirklich mit dem Kamin, dann können Sie Ihre Wärmepumpe dementsprechend entlasten in der Winterzeit. Und ich würde mal sagen, also so 80, 90% kriegen Sie definitiv einen Autarkiegrad hin. Definitiv. So, Smartwatches kennen Sie auch. Die sensieren natürlich auch jede Menge Dinge, die möglicherweise ja, ganz interessant sind. Ihre Herzrate, Ihren Blutdruck vielleicht sogar. Vielleicht sogar durch die Kopplung mit anderen Apps auch ihr Gewicht. Und daraus resultiert natürlich dann auch ihr BMI. Und all diese Informationen sind natürlich für einen selber vielleicht ein bisschen alarmisierend, dass man sagt, ups, ich bin vielleicht ein bisschen dicker geworden, ich müsste mal wieder abnehmen. Oder ups, meine Herzrate geht eigentlich viel zu schnell, viel zu hoch. Habe ich mich wohl wieder zu stark aufgeregt. Solche Indizes sind natürlich wunderbar für mich persönlich. Wenn ich die ganze Geschichte aber jetzt mal betrachte als ein Versicherungsunternehmen, zum Beispiel einen großen Gesundheitsversicherer, also Krankenkasse, und ich weiß, dass derjenige, der hier ja bislang noch nicht teuer gewesen ist, weil er ja noch Student war und dementsprechend nur Studentenprobleme hat, aber eben unter einer enormen Fettleibigkeit leidet, weil er nur im Keller haust und Red Bull trinkt und Pizza isst und seine Herzrate sich eigentlich permanent bei 130 aufhält, dann kann man daraus ableiten, dass der Typ wahrscheinlich sehr bald Adipositas ist, also fettleibig, und Herzprobleme einhergehen werden. Das ist eine typische deutsche Krankheit, Herzprobleme ist also jetzt nichts Tragisches, aber wenn man natürlich dann Kostenmodelle etablieren möchte, indem man sagt, okay, diejenigen, die sich gut ernähren, die sich sportlich betätigen, die einfach irgendwas für sich tun, die sollen dann bitte nur die Hälfte der Versicherungssumme bezahlen und diejenigen, die möglicherweise dort ja nicht auf sich Acht geben, den ganzen Tag Alkohol trinken oder was auch immer, die sollen dann bitte stärker zur Kasse gebeten werden. Ist jetzt nur ein Kostenmodell, was dahinter steckt, aber letztendlich glaube ich, ist das der Zeugen von diesen Daten für viele von Ihnen, die so eine Uhr besitzen, und das ist egal von welchem Fabrikanten, erstmal eine coole Sache. Man guckt so drauf, boah, das ist ja toll, ich habe schon wieder so und so viele Schritte gemacht und das und das und das. Kommen diese Informationen in falsche Hände, haben wir ein Problem.
Dann kann man sehr, sehr genau wissen, was da los ist. Und ich sag mal nur einbrechen zu Hause. Wenn die Daten irgendwo geleakt werden und man sieht gerade live, dass sie sich stark bewegen oder ihre GPS-Position irgendwo freigegeben wird, ja, dann kann ich munter ihr Haus ausrauben, ohne dass ich da Angst haben muss, irgendwie auf sie zu treffen oder auf irgendwen anderen. Ich meine, es gibt eine Autoversicherung, die den Betrag anhand des Fahrerprofils festlegt. Ja, bestimmt. Gibt es bestimmt so Internetversicherer, die dann anhand von Befragungen genauestens sagen, okay, der ist jetzt günstiger oder teurer einzustufen. Aber wenn Sie mal ein eigenes Auto finanzieren mussten, also auch vor allem die laufenden Kosten, dann ist es durchaus ein Unterschied, ob Sie 35 Jahre alt sind oder 25 Jahre alt sind. Man meint, dass man als 35-Jähriger eine geistige Zellteilung erfahren hat und dementsprechend vielleicht nicht so risikofreudig um die Kurve gleitet. Es ist letztendlich, und es bleibt es auch immer, eine Charakterfrage. Also man kann auch mit 60 noch eine totale Sau im Straßenverkehr sein. Also allein auf das Alter zu sprechen, glaube ich, ist das in vielerlei Hinsicht vielleicht auch nicht mehr so tragfähig. Aber Fahranfänger werden immer höher eingestuft in den Versicherungen als Fahrzeughalter, die schon ein gewisses Maß an Erfahrung verfügen. Aber auch hier Obacht, nicht einfach jetzt warten, bis sie das Rentenalter erreicht haben und dann ihr allererstes Auto anmelden, sondern dieser Ticker, der zählt eben tatsächlich ab Tag 1. Wenn Sie jetzt Ihr Fahrzeug angemeldet haben für, was weiß ich, 140, 150%, was da aktuell, glaube ich, der Einstieg ist, bin mir aber nicht sicher, dann wird natürlich nach einem Jahr, nach 2 Jahren, nach 3 Jahren, nach 5 Jahren Unfallfreiheit diese Prozente ordentlich abgebaut sein. Wenn Sie bis zum 80. Lebensjahr warten, dann werden Sie auch mit 160 oder 180 anfangen, weil Sie nirgendwo über einen Datensatz verfügen, der wirklich sagt, dass Sie mit Ihrem eigenen Hab und Gut gut umgegangen sind. Aber ja, Versicherungen sind da mitunter sehr stark daran interessiert, zusätzliche Informationen zu bekommen. Und ich sag mal, es fängt da auch schon an mit Ärzten. Ich meine, es gibt Akten, die sind oftmals physisch. Und wenn Sie einen Hausarzt wechseln, dann muss diese Akte von dem einen Hausarzt zu dem anderen geschickt werden. Das heißt, wenn Sie das allererste Mal bei dem möglicherweise neuen Hausarzt vorstellig sind, dann kann der Ihnen zwar so ins Gesicht gucken, aber was da so irgendwie alles unter der Klamotte kreucht und fleucht, das sieht er nur, wenn Sie sich ausziehen. Und selbst dann ist es noch nicht so wirklich gut ersichtlich, was Sie da für Vorleistungen oder Vorlasten hatten. Und gerade bei Rücken, bei Herz, also diesen typischen Krankheiten, die wir hier in Deutschland mittlerweile ja schon in frühen Stadien auch haben, durch Hemd und Hose keine Diagnose. Wenn man durch eine Gesundheitskarte, ich bin jetzt kein Befürworter oder Verfechter oder sowas, aber wenn man diese Informationen sicher übertragen kann, dass er eine Karte in sein Terminal steckt und genauestens sieht, okay, Sie sind fettleibig und herzkrank und drogenabhängig und schwanger. Gut. Da finden wir was. Da finden wir jetzt eine vernünftige Medikation, die Ihnen hilft und die auch auf genau diese Sachen zugeschnitten ist. Wenn Sie einfach nur zum Arzt gehen und dann kommt ja immer schön die Frage, was haben Sie denn? Ja, eine Grippe. Dann sagt er meistens auch, ja, Sie haben recht. Oder der Klassiker, ne? Immer wenn ich hier drücke und hier drücke, tut's weh. Ein guter Arzt würde sagen, Ihr Finger ist gebrochen. Ja? Alles klar. Also haben wir auch abgeklärt. Cyberphysical Systems, die Wearable-Sensoren, also die tatsächlich am Körper etwas machen, zum Beispiel im medizinischen Bereich, im Fitnessbereich. Und einige von Ihnen haben ja zum Beispiel erwähnt gehabt im Chat, dass Sie das über eine Apple Watch verfügen. Die macht das ja. Ne? Die analysiert das. Wenn Sie hinfallen, dann merkt die das. Aber ist eben ein passives System, das dann den Notarztwagen ruft und eben Ihnen nicht dabei hilft, eben nicht auf die Klappe zu fallen. Smart Harvesting Sensors. Ein wunderschönes Thema, über das ich schon versucht habe, mit Ihnen zu sprechen. Tatsächlich Energy Harvesting. Also wirklich eine Taste drücken und durch das Drücken der Taste wird Energie erzeugt. Ist gerade im Bereich Smart Home eine wunderbare Angelegenheit, weil Sie haben ja Ihre Glühbirnen. Ich gucke schon da oben, weil da eine ist.
die über das Internet oder über das Wireless Network oder Bluetooth miteinander verknüpft sind. Dann können Sie mit Ihrem Smartphone dementsprechend diese ansteuern und Helligkeiten ändern oder auch durch das Betätigen von irgendwelchen Wischfunktionen dann eine tolle Szene aufbauen, dass das dann alles hier in Pink erstrahlt, wenn man das so möchte. Geht alles. Und eine Kleinigkeit gehört immer noch dazu, das ist irgendwie so ein Schalter an der Wand. Also jedes Haus, das Sie planen, hat entweder so einen Schalter an der Wand, weil es den braucht für irgendetwas. Hell Licht an, Licht aus, 0 und 1. Oder es hat sowas gar nicht mehr. Dann machen Sie das gleiche ähnlich, aber mit Bewegungsmeldern. Und bleiben wir mal bei dem Beispiel, Sie haben noch dieses klassische Schaltersystem. Wenn Sie einen Philips Hue oder ein Derivat, IKEA ist ja auch gut, ne? Oder vielleicht sogar noch besser, verbauen, dann müssen Sie dafür sorgen, dass im besten Fall Ihre Schalter an der Wand totgeschaltet sind. Das heißt, immer an sind, weil die müssen ja immer mit Strom ausgestattet sein, damit Sie diese Wireless Network oder dementsprechend Bluetooth-Verbindung aufbauen können. Also da sind dann auch immer so ein paar Milliwatts, die da laufen im Standby, muss man sich bewusst sein. Wenn man also jetzt dann jemanden zu Hause hat, der ständig diesen Schalter an- und ausmacht, dann sind die meistens nicht mit einem Speicher ausgestattet, diese Glühbirnen, sondern fangen dann an, einfach wieder, ja, entweder gar nicht oder einfach nur hell zu leuchten oder gedimmt zu leuchten, eben das, was für sie das Standard ist. Kann Ihnen einen kompletten Kinoabend versauen oder einen Brettspielabend, wenn einer auf die Idee kommt, mal kurz Licht an- und auszumachen und die ganze wunderbare Szenerie plötzlich ad acta zu legen ist. Gut, dann drückt man nochmal 3, 4, 5 Tasten auf dem Smartphone und stellt das wieder her. Es wird jetzt nicht unbedingt dann gleich zu einer Rangelei übergegangen, aber es ist eben nicht ohne weiteres realisierbar. So, was haben wir da? Zählen dazu auch passive RFID-Tags? Ja, letztendlich schon, weil die aktive Part, der überträgt ja über einen kurzen Weg dann auch den Strom. Und wie die Flunder auch sagt, Harvesting normalerweise nicht, sondern die Lesegeräte lesen die Daten ohne aktive Interaktion des Text aus, genau. Und es gibt auch aktive RFID-Tags, die mit Harvesting-Funktionen dann ausgestattet sind. Also herzlichen Dank dann nochmal in den Chat, dass ihr euch da gegenseitig so nett unterstützt. Aber zurück zu unseren Schaltern. Wenn ich die jetzt drücke, dann habe ich entweder 0 oder 1 an meiner Decke. Wenn ich da aber jetzt einen intelligenten Schalter hinmache, der ganz gezielt eben nur IKEA-Lampen oder nur Philips-Lampen oder die Kombination von beiden steuert, dann muss ich die oben drauf kleben. In der Mietswohnung ist das sowieso schon mal doof. In einem Eigenheim sieht es auch hässlich aus. Also muss man sich da Gedanken machen. Wenn Sie das dann auch noch tun, dann haben üblicherweise diese Schalter eine Batterie. Das heißt, Sie müssen auch noch gucken, dass diese Batterie bitte dann auch irgendwie aufgeladen ist oder dass sie regelmäßig dann auch mal gewartet wird. Oder. Wenn Sie über Energy Harvesting, also Self-Harvesting-Sensoren verfügen, dann kann dieser Druck auf den Taster, den Sie betätigen, schon ausreichen, die Funktion am Laufen zu halten. Sie drücken, es wird sofort eine Nachricht versandt an die Hauptzentrale. Achtung, ich wurde gedrückt. Und dann wird irgendetwas getan. Von mir aus, die Lampe wird dann angemacht oder die Lampe wird ausgemacht. Das hat natürlich was mit irrsinnig schnellen Bootzeiten, ist der falsche Ausdruck, weil sie haben ja üblicherweise in so einem kleinen Taster kein Betriebssystem. Aber eben mit Echtzeitbedingungen hat das zu tun, dass sie eben sowohl die Energie erzeugen, wenn die Energie dann über eine bestimmte Pufferbatterie eben verfügt, dann kann das sofort ausgeführt werden. Die Batterie wird eben durch das Betätigen irgendwie zusätzlich gespeist. Heißt, sie lädt sich auf. Und wenn man dann regelmäßig diese Tasten betätigt, dann wird man auch kein Problem haben. Aber auch wenn man das nicht tut, 2, 3, 4 Jahre oder sowas, den Taster einfach dort ist, bleiben lässt, wo er ist, dann kann dieser Tastendruck dafür ausreichen, die Kommunikation wieder aufzubauen und die süße kleine Batterie dementsprechend wieder mit Energie zu versorgen. Uff, 13:18 Uhr. Gut. Müssen wir nochmal gucken, wie das hier mit unserer Pause da war. Ich kriege das irgendwie immer noch nicht so hin. Stundenplan. Kriegen wir aber irgendwann habe ich das im Kopfe.
Informatik, Dozenten, da gucke ich doch mal schön auf mich selbst. So. Ja, eigentlich bis 13 Uhr und dann irgendwie Pause. Ich mache jetzt ein bisschen weiter und die Pause gönne ich Ihnen natürlich, keine Frage, weil entweder haben Sie schon oder wollen noch ein bisschen Mittagessen. Und das möchte ich Ihnen natürlich zur Verfügung stellen. Gucken wir mal, was als nächstes kommt. IoT-Schlüsseltechnologien, naja, so, das passt ja gerade ziemlich gut. Dann nehmen wir diese Folie als Anlass, um dann auch gleich den Switch zu erfahren. Netzwerk, klar, Verbindungsflexibilität brauche ich. Ich muss natürlich irgendwo auch wachsen können, skalieren können. Und Dinge basiert Service, also wenn Dinge auf anderen Dingen basieren und dann was gemacht wird, diese If-Then-Else-Fragen, IFTT oder so heißt es, glaube ich, sogar abgekürzt, findet man in jedem Smart Home wieder. Das heißt, solche Aktionen durchzuführen, die auf Basis von irgendwelchen Triggern auslösen, ist mittlerweile relativ einfach umzusetzen. So heißen, der Bewegungsmelder, der soll zwar funktionieren, aber der soll in erster Linie erstmal gucken, wie hell ist es überhaupt. Weil wenn der Bewegungsmelder etwas detektiert und es ist draußen hell, dann macht er zwar die Lampe an, aber es ist unnütz, weil es genug Helligkeit gibt, die durch die Fenster hereinschlägt. Also das ist einfach, das ist Energievergeudung. Das brauchen wir an der Stelle nicht. Wenn das aber unter einem gewissen Punkt unterschritten ist, dann soll bitte die Lampe angemacht werden. Bitte auch am besten mit 100% zu gewissen Uhrzeiten und zu gewissen anderen Uhrzeiten, wo es draußen auch dunkel ist, bitte nicht. Zum Beispiel kann man ja wunderbar realisieren, dass wenn Sie mit der Partnerin oder dem Partner im Bettchen liegen und einer muss abends nochmal raus auf die Toilette, dass eben dann durch einen Bewegungsmelder mitgeteilt wird, ups, da ist gerade jemand aufgestanden und dann eben nicht gleich 100% volle Kanne Licht ins Gesicht scheint. Das ist für Sie nicht gut, da erschrecken Sie, aber die nette Dame oder der nette Herr im Bett findet das auch nicht witzig, sondern dass Sie dann mit Lichtszenen arbeiten, die eher im Bläulichen sind. Bläulich-grünlich scheint da eine sehr, sehr gute Kombinationsmöglichkeit zu sein, aus der man auf jeden Fall auch nicht so wirklich schnell erwacht. Und mit dem gedimmten Licht und den zugekniffenen Augen kommen Sie, glaube ich, auch noch relativ gut auf die Toilette und zurück. Und selbst wenn Sie die Toilette betreten, kann man dort immer noch sagen, okay, also den regulären Helligkeitsverlauf, den fahren wir irgendwie dann ganz langsam hoch von, was weiß ich, 10% bis auf 30%. Und wenn Sie den Raum wieder verlassen, wird dann von 30% ab einer gewissen Zeit wieder auf null reduziert. Also da lassen sich ganz, ganz tolle Sachen machen. Heterogenität ist eben auch ein Bereich, der auf einer Seite positiv ist, auf der anderen Seite negativ. Denn Sie können tausend unterschiedliche Hersteller finden. Ich habe ja schon Philips und IKEA jetzt mehrfach auch genannt gehabt. Sie basieren nicht auf der gleichen Technologie. Die brauchen auch eine eigene Bridge, um zu kommunizieren. Aber eigentlich ist es beides eine intelligente Glühbirne. Trotzdem hat man gewissermaßen diese Heterogenität, die natürlich den Preis ordentlich drücken kann. Denn wenn es viele Leute am Markt gibt, die dort ein adäquates Angebot präsentieren, dann reduziert sich auch selbstläufend dementsprechend schnell der Preis. Wenn ich dann dynamische Veränderungen habe, dann brauche ich eben auch nicht sagen, ich habe jetzt eine Philips Hue-Birne hier und 50 IKEA-Lampen. Wozu jetzt noch eine zweite Philips Hue kaufen, wenn ich sowieso in einem anderen Universum bin? Aber ich muss ja nicht die gleiche kaufen von IKEA. Gibt ja auch mehrere. Ne? Ein bisschen mehr Watt, ein bisschen weniger Watt, mit einer schöneren Darstellung, irgendwie kugelrund oder irgendwie klein, also auch diese Formfaktoren, die eine Rolle spielen. Da bin ich natürlich auf der Technologieseite wahrscheinlich gebunden, aber was dann das Äußerliche betrifft, kann ich mich natürlich nach Belieben bedienen aus dem Portfolio der einzelnen Hersteller. Und natürlich, klar, ein enormes Ausmaß an Angebot. Also mittlerweile ist es so, dass man sehr, sehr günstig in diese Technologien einsteigen kann. Starterboxen mal hin und her und Prime Days mal hin und her. Aber wenn Sie eine intelligente, wie heißt es denn jetzt, WLAN-Steckdose haben wollen, die gleichermaßen auch noch misst, wie viel Strom Ihr Fernseher verbraucht, dann kriegen Sie sowas für 30 Euro. Warten Sie ein paar Monate, dann findet man das auch bei Aldi oder bei Lidl irgendwo an der Kasse rumliegen und dann noch für ein bisschen günstiger. Aber es sind alles Technologien, die heutzutage nicht mehr dafür sorgen, dass Ihr Haus oder Ihre Wohnung einfach irgendwie nochmal 100.000 Euro kostet in Ausstattung. Das ist nicht der Fall. Und es kann einfach sukzessive skalieren. Das heißt, wenn Sie mit einer Birne anfangen, und mit einer WLAN-Steckdose, dann ist das schön, dann können Sie damit Erfahrung sammeln.
Und wenn sie dann der Meinung sind, das ist so gut, ich möchte das jetzt an jeder Steckdose, dann skalieren sie es in diese Richtung. Ist gar kein Problem. Schlüsseltechnologien, RFID, ganz klar. Wireless Sensor Networks und LLANs sind dort zu nennen. Und ganz, ganz groß natürlich das Mobilfunknetz. Und nächste Generation heißt hier natürlich ab LTE. 5G ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. 5G hat eine garantierte Latenzzeit von weniger als 5 Millisekunden. Mittlerweile bei LTE, vierte Generation, sind wir bei, ja, also nicht sonderlich viel unter 25 Millisekunden. Und dann sind natürlich die Anwendungsfälle dann plötzlich ganz anders. Ich kann viel, viel schneller kommunizieren, viel, viel schneller agieren auf irgendwelche Dinge. Und das ist auch ein Beweggrund, warum für das autonome Fahren oder auch für die Fahrzeug-Fahrzeug-Kommunikation 5G eine Säule ist. Nämlich, wenn ich mit 250 Stundenkilometern auf der Autobahn, der eine auf der Überholspur Richtung Hamburg, der andere auf der Überholspur Richtung München, da habe ich nur ein sehr, sehr kleines Zeitfenster, in dem diese beiden Fabrikate Daten miteinander austauschen können. Und das ist eben möglicherweise über 5G mit den generellen geringen Latenzen um ein Vielfaches einfacher umsetzbar. Gut, dann würde ich sagen, verabschiede ich euch erstmal in die Mittagspause. Wie lange wollen wir? Mal kurz die Ansage in den Chat, dann kann ich das dann dementsprechend mit einplanen. Uhr soll das hier gehen, bis 14:15. Ja, 15 Minuten, 20 Minuten. Was hätten Sie da gerne? Hab schon gegessen. 15 bis 20, okay, nehmen wir das obere Ende, machen wir 20 Minuten, ja. Dann mache ich einen Timer hier rein, werde sie in die Pause machen und dann sehen wir uns dann, wenn der Timer runtergelaufen ist. Ich nehme jetzt mal an, so 15 bis 20 Minuten, wenn ich 15 eintrage, sind sie glücklich und dann können wir uns dann dementsprechend hier wiederfinden und ja, ne, dann müssen wir auch nicht bis dementsprechend 15:45 arbeiten, sondern können dann diese Pause auch dementsprechend nutzen, um ja zeitlich abzukürzen. Gut, dann werde ich hier mal in den Pausemodus überführen und dann sehen wir uns dann gleich wieder.
Willkommen zurück. Ich hoffe, alle haben jetzt ihre Pause einigermaßen gut überstanden. Ich habe parallel noch ein bisschen geguckt, ob ich hier diesen Nightbot bekomme oder hinbekomme, zwecks einer kleinen Verlosung. Aber irgendwie will das gerade nicht so, wie ich es möchte. Dann muss ich das irgendwie auf einen anderen Zeitpunkt mal legen. Ist ja nur geschoben, nicht aufgehoben. Sonst könnte man hier nämlich schön Giveaways oder sowas dann machen. Aber gut, kein Problem. Fein, dann wollen wir mal weitermachen in dem ganzen Theater, dass wir hier auf eine Art und Weise dann mal in die Thematik IoT-Schlüsseltechnologie nochmal schauen. Was haben wir schon kennengelernt? Ich denke, alleine durch den ganzen inneren Monolog, den ich hier geführt habe, müsste schon relativ klar sein, dass es eben diese Technologien gibt und dass sie eben miteinander verzahnt tatsächlich möglicherweise für jeden von uns, und wenn sie noch so klein sind oder sogar groß, je nachdem, irgendein Benefit generieren, also irgendeine Art von Vorteil für uns darstellen. Dieser Vorteil kann relativ mannigfaltig sein. Es kann eben sein, dass dieser Vorteil tatsächlich uns Geld spart, weil wir eben weniger Heizkosten haben und dementsprechend auch weniger Geld ausgeben müssen. Es kann auch sein, dass wir durch Nutzung von irgendwelchen Dingen, die protokolliert werden, einfach auch, ich sag mal, eine gewisse Berechtigung haben, irgendetwas zu tun oder auch zu lassen. Zum Beispiel Versicherungsunternehmen, wenn ich bereit bin, denen mein BMI, mein aktuelles Gewicht, meinen Schrittzähler und so weiter zu übertragen, dann kann das durchaus sein, dass sie ja, dann mir mitteilen, dass ich ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr bezahlen muss, ne? Also das sind alles solche Bestandteile, die vielleicht heute noch relativ zukunftsorientiert klingen mögen, aber auf jeden Fall in einer vielfachen Anzahl von unterschiedlichsten Konzeptionen, die man sich so vorstellen kann, Anwendung finden. Bis hin selbst zu Fahrzeugsystemen, die dann eben irgendwelche In-Car-Purchases anbieten, in dem eben auch dann ganz genau geguckt wird, ob denn der Nutzer gerade da sein Geld für ausgegeben hat und wenn ja, das ist freigeschaltet für ihn oder eben auch nicht. Also es sind alles viele, viele Dinge, die eine gewisse Durchdringung darstellen. Diese Durchdringung hat auch einen charmanten Vorteil und auch Nachteil zugleich. Ich muss einmal ganz klar identifiziert werden als ich. Und wenn ich nun zu Hause in die Wohnung komme und ich werde identifiziert und es ist, was weiß ich, montags, nur um ein Beispiel zu nennen, und in meinem Google-Kalender steht drin, dass ich eben montags irgendwie nochmal ein Meeting oder sowas hatte, dass dann vielleicht doch mal gleich, wenn ich zu Hause ankomme, ins Arbeitszimmer gehe, Highway to Hell gespielt wird. Nur weil genau der Algorithmus weiß, das braucht er jetzt. Ohne den geht's nicht. Und das sind so Kleinigkeiten, die sich natürlich dann wunderbar weitertragen lassen, wenn man sich darauf einlässt und wenn man das vernünftig für sich selber dann eben konzeptioniert. Viele andere Dinge, die eben heutzutage etabliert werden, sind eben Sprachassistenten. Die Thematik mit den Lichtersteuern funktioniert per Sprache genauso gut. Hey Siri, na komm, schalte das Licht im Arbeitszimmer aus. Sehen Sie jetzt wahrscheinlich keinen großartigen Unterschied, weil genug Licht reinkommt hier durch das Fenster, aber hätte ich das heute Morgen gemacht, dann würde ich jetzt wahrscheinlich hier im Dunkeln stehen. Es ist nur ein Beispiel dafür, dass es eben funktioniert. Und genauso gut kann ich auch sagen, schalte das Licht auf 80% oder auf 40% oder reduziere das Licht um so und so viel Prozent. Also diese ganzen Begrifflichkeiten sind dort etabliert und nutzbar. Problematik ist, ich muss mich damit auseinandersetzen. Und wenn ich das aber mache, dann wird das ein Automatismus. Ich habe, glaube ich, in diesem Haushalt hier bestimmt seit 2 Jahren keinen Schalter mehr betätigt. Brauche ich gar nicht. Die sind über. Ich weiß, dass sie da an der Wand ist einer, den sehe ich auch von hier. Sie nicht, weil die Kamera dementsprechend dort ein bisschen abschneidet. Aber das war's. Mehr brauche ich nicht.
Und auch wenn ich mir in die Badewanne möchte und möchte vorher dementsprechend nochmal, dass geheizt wird, ja, dann sage ich das. Heiz bitte auf so und so viel Grad. Dann kommt ein kurzes quittierendes Piepsen und dann wird das so gemacht. Also wenn es eins zu eins ineinander greift und vernünftig ineinander greift, ist das eine tolle Sache. Definitiv. Aber man muss eben ganz genau gucken, diese Daten, die anfallen, die müssen dementsprechend auch sicher sein. Also nicht nur safe, sondern auch secure. Denn man kann mit diesen Daten natürlich auch viel Blödsinn machen. Derjenige, der oder ein Einbrecher, ich habe da mal damals bei einem Kumpel, der hatte sich damals Alexa ganz neu gekauft. Und der hatte dann gesagt, er muss mal kurz auf die Toilette und ich soll dann dementsprechend dort warten, haben wir irgendwie Brettspiele gespielt. Und ich habe dann mit Alexa geredet, weil mir langweilig war. Habe gesagt, Alexa, ich habe Durst. Und dann meinte dann Alexa, ja, was möchtest du denn trinken? Und meinte, ich möchte Red Bull Cola trinken. Alles klar, ich habe Red Bull Cola 24 Dosen bei Amazon bestellt. Soll ich das jetzt durchführen? Ja, Bums. 2 Tage später hatte mein Kumpel dann dementsprechend einen Kasten von Amazon vor der Haustür stehen und wusste nicht, wie ihm geschieht. Das Gleiche. Beispiel im Sommer. Er war jetzt noch nicht zu Hause, wir haben uns trotzdem verabredet. Ich bin dann hinten durch den Garten durch und geguckt, ob er da irgendwo rumwuselt, war aber eigentlich noch nicht da. Und das Wohnzimmerfenster war gekippt. Dann habe ich auch nur gesagt, Alexa, schließ die Gartentür auf. Und dann hörte man ein kurzes Surren, bzzzt, und dann war die Gartentür auf. Das heißt, ich konnte vom Garten dann dementsprechend in die Wohnung. Der hat sich ziemlich erschrocken, als ich da war. Aber genau diese kleinen Beispiele zeigen eben auch die Grenzen von solchen Systemen. Wobei, Grenze gibt es ja offensichtlich gar nicht so stark, sondern eher die Art und Weise, wie ich diese Systeme dann zu benutzen weiß oder eben auszunutzen weiß. Das geht so weit, wie wenn ich vor der Garage stehe und oder als Einbrecher vor einer Garage stehe und ich weiß, da drin ist ein seltener Porsche oder irgendwas anderes Tolles und ich schreie einfach in die Garage rein, Alexa, mach's Garagentor auf und die quittiert das einfach. Ja, dann brauche ich auch gar kein Garagentor letztendlich, ne? Sehr schön. Gut, dann gehen wir in unseren normalen Vorlesungsfilm wieder rein. Wir haben die IoT-Schlüsseltechnologien ja gerade kennengelernt und können dementsprechend uns dann jetzt ein bisschen weiter durch den Folienstrang durcharbeiten. Nämlich zum Beispiel auch nochmal eine E-Plate, nämlich auf RFID-Tech-Basis. Das ist ein Forschungsunternehmen oder ein Forschungsvorhaben, dass RFID-Tags in die Nummernschilder integrieren möchte. Warum möchte man das machen? Zum einen eben TÜV-Plakette und so weiter kann man ja fälschen theoretisch. Hier möchte man eben Elemente beherbergen, die offenkundig weniger zu fälschen sind. So eine RFID-Lesegeräte, die dann die Polizei benutzt, können dann eben unterschiedlichste Informationen dafür bereithalten. Unter anderem eben, bis wann ist die Hauptuntersuchung fällig? Wer ist der Halter? Was auch immer. Bis hin zu Informationen, die möglicherweise auch für Ihre Werkstatt vonnoten sind. Wann wurde das letzte Mal irgendeine Inspektion gemacht oder. Also die Ideen, die dahinter liegen, sind natürlich unglaublich groß und mannigfaltig. Letztendlich ist es wiederum nur eine Art und Weise, zusätzliche Informationen zu den reinen optischen zur Verfügung zu stellen. Ja? Optisch kennen Sie das. Sie haben hinten an der License Plate sozusagen Ihren Ablaufdatum des TÜVs. Und wenn Sie da drauf gucken, dann werden Sie merken, dass einige auf dem Parkplatz einen gewissen Farbcode haben und andere irgendwie einen anderen. Zum Beispiel blau, grün, ocker, gelb, bräunlich, sowas. Das zeichnet eigentlich immer nur ab, welches Jahr das Ablaufdatum ist. Und also auch eine Polizist oder eine Politesse guckt quasi auch erstmal so auf den Farbcode. Und wenn der gerade ja, noch jenseits entfernt ist von, ja, dass er abläuft, dann braucht man gar nicht nah rangehen, um sich die einzelnen Monate anzuschauen. Also das ist ja schon eine durchdachte Technik. So, auch mal die Arten, ne? Passiv nutzt eben Radiowellen des Lasers fürs Übertragen und hat eben eine geringe Herstellungskosten, aber auch eine geringe Reichweite. Ist eigentlich mittlerweile in nahezu jedem in Boutiquen verfügbaren Bekleidungsutensilien ist das drin. In eigentlich jedem Schuh, den Sie kaufen, haben Sie einen solchen Tag drin, der zum einen dafür genutzt wird, um eben ja zu identifizieren, Daten auszutauschen, zum anderen aber auch sehr, sehr gerne dafür genutzt wird, um eben Alarmanlagen und so weiter zu etablieren. Die Semi-Passiven, Sie sehen schon diesen Euro,
dort neben, dass das Ganze eben dann nicht mehr so klein ist und auch nicht so flexibel, wie wir das auf der linken Seite sehen. Das besitzt nämlich in allererster Linie schon mal eine Batterie. Das heißt, für die Sensoren des RFID-Chips, der eben die ganze Zeit auch irgendetwas sensiert, muss auch ein Stück weit Energie bereitgestellt werden. Und das tut es üblicherweise über eine eingebaute kleine Knopfzelle. Benötigt auch Radiowellen und liest dann dementsprechend oder kommuniziert dann dementsprechend mit einem Lesegerät. Also wenn ein Lesegerät um die Ecke kommt und sagt, ich würde da gerne mal was tun, dann wird dieses Gerät bereitwillig seine Informationen zur Verfügung stellen. Aktiv, wie auch im Chat vorhin schon geschrieben worden ist, ist es erfolgreich oder ist es erfolgt ist auf der Art und Weise eben garantiert batteriegetrieben. Sie sehen nochmal, die Größenordnungen sind dann schon ein bisschen anders. Eine relativ hohe Reichweite für so ein kleines Gerät, aber auch irrsinnig große Kosten. Also das werden Sie in Ihrer Jeanshose nicht finden. Und das ist eben auch ein Bestandteil dieses RFID. Das können Sie ja, glaube ich, auch bei Herrn Kreisig, können Sie, glaube ich, auch dieses Semester solche Fächer hören oder vielleicht auch erst nächstes, weiß ich nicht. Darin geht es dann eben auch um zum Beispiel RFID-Tags. Da kann man wunderbare Laborarchitekturen zu aufbauen, um genauestens abzuzielen, was möchte ich eigentlich machen? Möchte ich jetzt hier nächstes Semester, okay. Möchte ich jetzt hier tatsächlich einfach nur ja, in einer Hose irgendwelche Informationen hinterlegen oder möchte ich tatsächlich irgendwo an einer kleinen, ja, von mir aus auch am Supermarkt irgendeinen Sender positionieren, der immer dann, wenn da jemand dran vorbeigeht, irgendwie was auch immer tut. Sogenannte Bluetooth-Scammer, die haben Sie wahrscheinlich mal auf Messen kennengelernt. Mittlerweile ist es schwierig, auf Messen zu kommen, das weiß ich. Aber die sorgen dann dafür, dass wenn sie in einer gewissen Reichweite sind, dass ihnen so Botschaften plötzlich aufs Telefon gepusht werden. So nach dem Motto, heute gibt es die Kartoffeln für 20% weniger. Also auch dort hat man in der Vergangenheit schon versucht, eben mit Technologien, die natürlich mehr Energie benötigen, Bluetooth. Und bevor es Bluetooth Low Energy gab, war das tatsächlich ziemlich spürbar, in welcher Form man tatsächlich dann auch seine Systeme dort hat etablieren können. Denn wenn man dort Bluetooth die ganze Zeit anhatte, dann hat man vielleicht tatsächlich am Ende des Tages eine Stunde weniger Batterieleistung in dem Akku gehabt, dessen man natürlich dann eher darauf erpicht war, das Bluetooth auszuschalten. Heute, also ich kann es gar nicht ausschalten, weil ich habe eine Uhr damit verknüpft und die will permanent gerne mit dem iPhone auch reden und dadurch ist Kommunikation eigentlich immer über Bluetooth gegeben, aber Bluetooth 5. irgendwas ist eben auch Low Energy fähig, das heißt, da sind sehr, 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 sehr geringe Ströme, sehr, sehr geringe Verbräuche am Werk und da muss man sich heutzutage auch keine großartigen Gedanken mehr machen, ob am Ende des Tages nun die Batterie noch hält oder eben nicht. So, RFID, die Einflussfaktoren, sage ich jetzt einfach mal ganz salopp. Also Einkaufszentren ist das, was ich schon erwähnt hatte, nämlich die Thematik, wenn ich einfach ja, mir eine Klamotte kaufe und möglicherweise diese dann mitteilt, ich bin Größe so und so im Bund und in der Länge und ich habe die Farbe Indigo-Blau und ja, wenn du mich nochmal kaufen möchtest, dann findest du mich in Regal 7. Gerade in so Klamotten kann ich mir das gut vorstellen, auch nicht nur, weil ich es jetzt in Amerika schon mal gesehen habe, sondern weil das letztendlich gerade für die Herren unter uns manchmal echt ein Problem wird, wenn man keine Ahnung hat, was ist denn gerade die Größe meiner Jeans, weil es sich wirklich interessiert. Und wie ist denn jetzt die Größe meiner Jacke? Wenn ich jetzt hier eine L nehme, passt mir das oder muss ich tatsächlich alles mühselig anprobieren? Ja, natürlich sollte man das machen, um wirkliche Fehlkäufe auch vorwegzunehmen. Aber denken Sie an das gleiche Thema, dass Sie gar nicht mehr den Laden betreten müssen, sondern Sie stehen zu Hause vor Ihrem Rechner, der hat möglicherweise irgendeine Schnittstelle, mit dem man das abarbeiten kann. Und dann sagen Sie dem Rechner, jo, ich will eine Jeans kaufen. Ja, alles klar, soll ich nach den Bedingungen arbeiten, die hier Ihre aktuelle Jeans darstellt oder was auch immer. Gleiche gilt auch mit Körpermaßgebungen. Mittlerweile LiDAR-Technik ist ja auch in aktuellen iPads drin und ich glaube im kommenden iPhone auch. Man kann sich damit ja schon sehr, sehr gut selbst vermessen. Also wenn ich jetzt
Bei Brillen kennen Sie es schon, ne? Mr. Specs und so weiter, damit sehr früh schon angefangen. Sie setzen sich vor ihren Rechner, haben eine Webcam an, gucken da so rein, so komisch, und dann zack, wird ihnen eine Brille projiziert. Ne? Heute ist das bei Snapchat und bei allen anderen Sachen einfach gängige Praxis. Ist eigentlich nichts mehr Neues, aber ich kann plötzlich das Gestell auf mein Gesicht betrachten und sagen, gut, passt mir das, steht mir das, ohne jetzt 20, 30 Gestell mir nach Hause schicken zu müssen und daraus dann wählen zu können. Das Gleiche kann ich mit Klamotten machen, indem ich eben meinen Körper ausmesse. Das muss ich natürlich akkurat machen, also im besten Fall wirklich mal durch ohne Hemd und Hose keine Diagnose spielen. Aber dann kann ich mir eben einen Mantel anziehen und sagen, steht mir der, obwohl ich so unförmig bin oder eben nicht. Gibt es im Internet, wo man ein 180-Grad-Video mit hochladen muss? Ja, das kann gut sein. Also ich weiß gar nicht, outfittery.de oder sowas, die machen ja, glaube ich, auch solche Dinge. Da muss man, glaube ich, diverse Fotos hinschicken und die messen das dann auch irgendwie alles nochmal gegen. Letztendlich, gleiches Element in Grün, es kann einen Vorteil haben für Health, also für wie unförmig ist man denn jetzt gerade, sollte man vielleicht doch mal Sport machen. Es kann dann aber auch dementsprechend dahingehend genutzt werden, um zu analysieren, gut, wie viel Körperumfang habe ich denn jetzt gerade durch meinen Sport verloren, um auch ein bisschen Effekt im positiven Sinne zu ertragen. Aber letztendlich kann man natürlich auch einen Einkauf im Internet dementsprechend machen und so weiter und so fort. Also ich denke mal, Ihre Kreativität ist da noch um ein Vielfaches größer als die meinige. Ein Allergiepass hinterlegen im Smartphone, das heißt, wenn Sie irgendwie, keine Ahnung, in Zukunft gar nicht mehr einen physischen Menschen sagen wollen, dass sie eben in einem gewissen Restaurant das und das essen wollen, soll man das sowieso mit ihrem Smartphone nur noch bestellen und dann irgendwelche Inkredenzien hinterlegt sind. Was ist denn momentan so in? Laktoseintoleranz oder eben auch Glutenintoleranz. Wenn sie dann sich gerade aus Versehen irgendwas bestellt haben, das diese Bestandteile drin hat, kann ihr iPhone schon gleich sagen, Alarm, Alarm, das bitte nicht, nutzt was anderes. Oder, ne? Also es ist, also die Tendenz wird immer unpersönlicher, das merken Sie sicherlich selbst. Man spricht im Internet nur noch mit irgendwelchen Bots und dann, wenn der Bot nicht mehr weiter weiß, wird man weiter an einen echten Menschen verwiesen, der dann noch weniger Ahnung hat als der eigentliche Bot und so weiter und so fort. Also ich denke, das ist gesellschaftlich sicherlich eine kritische Geschichte, aber rein auf der Technik beruhend kann da sicherlich das ein oder andere noch passieren. Kühlketten-Monitoring, also wirklich. Mit einem semi-passiven Sensor kann ich die Kühlkette betrachten. Das heißt, der sensiert die ganze Zeit etwas und mein Lesegerät liest es einfach aus. Und wenn dann, ja, was weiß ich, Firma Bofrost vor der Haustür steht und sagt, hier, ich möchte deine Steaks liefern und man liest die dann mal aus und sagt, ups, die ist zweimal die Kühlkette unterbrochen worden, dann kaufe ich die nicht, ganz einfach. Und das ist jetzt nur eine Thematik, die auf den Endverbraucher abstrahiert ist. Das wird noch viel radikaler. Wenn Sie eben auf dem internationalen Markt Nahrung handeln, dann muss das eben einfach der Kühlkette unterliegen. Da können Sie nicht, was weiß ich, einen Thunfisch, den Sie irgendwo gefangen haben, dann nochmal 2, 3 Tage irgendwo schön in der Sonne liegen lassen, sondern der muss dann einfach gekühlt bis zu seiner Destination transportiert werden. Das ist gesetzliche Vorgabe auch. Automatische Mautsysteme, da haben wir natürlich in Deutschland erstmal so ein bisschen problematische Infrastrukturen gehabt. Mittlerweile ist es ja relativ ausgereift, aber da sind wir als leidensgeprobtes Volk natürlich voller Dinge. Ich meine, mit mittlerweile ja auch einem funktionierenden Flughafen in Berlin kann man ja auch guter Dinge sein. In dem aktiven Tag lässt sich natürlich auch auf RFID-Ebene wunderbar ja, das überprüfen. Darf ich hier gerade langfahren? Natürlich, aber dann müssen Sie halt bezahlen. Das Gleiche gilt auch mit dem Ein- und Ausfahren aus Parkhäusern. Warum noch an diesem Automaten Kleingeld sammeln? Warum nicht einfach reinfahren und zum gegebenen Zeitpunkt wieder rausfahren? Die Differenz wird ermittelt und von Ihrem PayPal-Konto runtergebucht oder von der hinterlegten Kreditkarte. Das ist heutzutage alles kein Problem mehr. Ich würde fast behaupten, dass sogar durch Corona einige dieser Technologien einen gewissen Drive erfahren haben. Ich weiß nicht, ob Sie das mal genutzt haben, aber an Tankstellen gibt es ja, ich glaube, zwei konkurrierende Systeme. Das eine ist irgendwie von Mercedes-Benz so ein bisschen Start-up. Das
Das andere bin ich mir gar nicht sicher, aber Riot RYD zum Beispiel ist so eine Firma, die sich auf das kontaktlose Bezahlen an Tankstellen spezialisiert hat. Das heißt, sie können tanken, steigen wieder ins Auto, drücken auf ihrem Smartphone, dass sie von Säule 5 eben getankt haben und zack, kriegen sie die Mitteilung, dass über ihr PayPal-Konto die Gleichung berechnet worden ist und das heißt Gleichung, also dass das bezahlt worden ist und sie können dann wieder wegfahren. Und derjenige Tankwart, der winkt ihnen auch noch freundlich zu. Das Gleiche geht noch weiter, dass sie solche UBD-Tags dann in ihrem Fahrzeug haben, die dann auch protokollieren, wann haben sie wo wie viel getankt, um dann über die nächsten Jahre hinweg dann Statistik aufzubauen, um genauestens zu sagen, ja, ihr Auto hat sie jetzt so und so viel 1.000 € gekostet. Manchmal ist das sinnvoll, manchmal will man es gar nicht wissen. Und ich denke, jeder, der ein eigenes Auto fährt, der will das gar nicht wissen. Wireless Sensor Networks, also eben wirklich Netzwerke am Rande des Internets, also wirklich zwar miteinander verknüpft, aber letztendlich wunderbar auch allein in der weiten Welt unterwegs, ist eben oftmals über Gateways angeschlossen, also Bridges zum Beispiel, die man als Gateway diagnostizieren kann, Teilnehmer häufig ressourcenbeschränkt, heißt also auch eingebettete Systeme in den meisten Fällen, die wenig Speicher haben. Meistens auch wenig Akku und ganz wenig Rechenleistung sowieso. Und mit diesen Aspekten muss man sich dann einfach auseinandersetzen. Und wenn dem Ganzen dann tatsächlich ja, gut getan wird, dass das funktioniert, dann kann man damit sehr, sehr viel Spaß und Freude haben. Wenn das nicht funktioniert, dann kann es sein, ja, gut, Batterie ist leer, immer dann, wenn ich es nutzen möchte. Oder das Gateway teilt mir nicht die richtigen Informationen mit, oder. Es ist alles sehr restriktiv und vor allem proprietär. Gerade solche Aspekte sind sehr, sehr oft im Markt vertreten. Würden Sie immer merken, wenn Sie sich intensiver mit der Materie auseinandersetzen, dass einige am Markt verfügbaren Systeme irgendwie mehr können als andere. Man spricht da sehr oft davon, dass zum Beispiel auch Ihr Apple HomeKit eigentlich gar nichts kann. Und das Pendant von Amazon und von Google dementsprechend viel, viel mehr Möglichkeiten bieten. Und wenn man genau hinguckt, wird man auch genau das feststellen. Also da gibt es schon eine sehr, sehr starke Diskrepanz zwischen Kosten, Nutzen oder letztendlich auch der Leistungsfähigkeit von solchen Endgeräten. Teilnehmer häufig ressourcenbeschränkt. Also das ist letztendlich, was ich ja gerade schon gesagt hatte. Und das Hauptziel ist die Erhebung und Bereitstellung von Daten. Also diese Gerätschaften sind dafür da, um Sensorwerte zu protokollieren, zur Verfügung zu stellen. Es ist hier gerade 22,4 Grad. In 2 Minuten wird es dann 22,2 Grad sein. Oder. Nur mal auf ein Beispiel zu mappen. Oder die eine Lampe in der Ecke ist auf Pink eingestellt bei einer Helligkeit von 40% und die Hauptlampe unter der Decke, die ist auf 80% bei Warmweiß eingestellt. Wenn ich das weiß, kann ich damit sicherlich schon das ein oder andere auch steuern und das ein oder andere wunderbar hinterlegen. Die Herausforderung des Ganzen ist letztendlich immer, und das wird auch wahrscheinlich in den nahen Zukunften immer noch so weiter sein, die Anbindung des Ganzen und vor allem auch das Backhauling, also die Datenrückführung. Von wo kommen die gerade her? Und was kann ich mit denen machen? Und Umgang mit eben der Ressourcenknappheit. Das habe ich jetzt mal erwähnt, weil es nach wie vor immer eine wichtige Rolle einnehmen wird. Aber wenn Sie so ein paar Erfahrungen hinsichtlich eingebetteter Systeme aufgebaut haben können in Ihrem Studium, dann soll es damit auch eigentlich ausreichen. Denn das skaliert in der letzten Zeit wirklich sehr, sehr stark nach oben. Also so einen kleinen 4-Bit-Prozessor werden Sie eigentlich so nirgendwo mehr großartig einsetzen. In einem Formfaktor von, naja, dieser Deckel hier. Ne, diese Front hier vorne, das ist mein, ne, Fingernagel, das ist der Deckel davon. Also irgendwo so in dem daumengroßen oder daumennagelgroßen Bereich findet man eine Vielzahl von Sensoren, die schon ganz, ganz viele Sachen machen können. Also nicht nur eine, sondern schon mehrere Wertigkeiten aufnehmen können. Und ich denke, dahin geht die Reise dann auch um ein Vielfaches weiter in Zukunft. Mobilnetze. Also, wenn ich natürlich diese Reise weiterführen, dann komme ich irgendwann daran nicht mehr vorbei, dass ich auch Dinge von zu Hause aus steuern möchte oder dass ich Dinge vom Strand aus steuern möchte. Alles schön, wenn kein Corona wäre, dann wird man jetzt wahrscheinlich als Student sich auch sagen, naja, dann müsste ich jetzt in der Hochschule sitzen und dort mir alles angucken.
Aber vielleicht haben wir in Zukunft ja die Möglichkeit, auch die Online-Lehre auch weiterzuführen, sozusagen als Hybrid. Und dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass ich zwar auf der Arbeit stehen muss und für einige von Ihnen im Hörsaal sitze und stehe, aber andere hören sich das dann einfach entweder am nächsten Tag an, via YouTube-Video, oder eben live, indem sie in der Hängematte auf den Bahamas liegen. Und nebenbei gucken sie dann noch auf ihr Smartphone und sagen, alles klar, also in meiner Wohnung ist es gerade 22 Grad warm. Minus 22 Grad. Vielleicht sogar Außentemperatur oder was auch immer. Und ich denke, das wird sich mit der Zeit sicherlich ganz, ganz gut machen. Ich kenne das selber noch aus Urlaubssituationen, dass dann vor allem etwas ältere Herrschaften immer so das Bedürfnis hatten zu zeigen, was sie denn so alles haben. Und da war sehr oft eben, ja, guck mal hier, ich kann gerade mein Garagentor öffnen. Ja, cool. Nützt mir jetzt herzlich viel, wenn ich gerade, was weiß ich, in Südafrika bin oder am Nordkap oder was auch immer, dass da gerade jemand sein Garagentor geöffnet hat. Schön, ja, cool. Der richtige Benefit kommt halt erst dann zustande, wenn ich diese Sachen wirklich selbstständig für mich nutzbar mache und vielleicht einen Code meinem Briefboten zur Verfügung stelle. Ne? Da ist ein kleines Display, auf dem Display steht irgendwie, keine Ahnung, hallo Herr Postbote. Der Code heute fürs Garagentor ist 4 mal die 4, aber die Reihenfolge verrate ich nicht. Und dann kann er sein Postpaket eben bei ja, halb geöffneter Garage drunter schieben und hat dementsprechend auch die Legitimierung dafür. Mittlerweile Türen öffnen ist ja auch entweder per Fingerabdruck möglich oder total auch mit irgendwelchen Keys. Da können Sie auch sagen, der Key für meine Urlaubsbetreuung von meinen Tieren oder was auch immer. Der ist gültig vom ersten Tag, wo ich im Urlaub bin und nicht mehr gültig ab dem ersten Tag, wo ich nicht mehr im Urlaub bin. Dann klatschen Sie noch ein paar Kameras unter die Decke und siehe da, haben Sie auch im Urlaub absoluten Zugriff auf Ihr Heim und können dementsprechend genauestens gucken, wer sich da gerade aufhält und ob der oder diejenige sich gerade aufhalten darf oder nicht, entscheiden Sie natürlich auch noch selbst. So, kritische Voraussetzung erfüllt natürlich fast ausschließlich das Mobilfunknetz. Höhere Verfügbarkeit, einfache Anbindung, Mobilität. Sie müssen nicht im Urlaub einen Starbucks aufsuchen, dass Sie freies WLAN bekommen und dann können Sie irgendwas machen, sondern Sie können mit dem Mobilfunk tatsächlich überall auf diesem Planeten auf Strukturen in Ihrem Heim, in Ihren Fertigungsanlagen, in Ihren was auch immer zurückgreifen. Das ist eine coole Nummer, finde ich. Und das wird in den nächsten Jahren auch immer mehr werden. Nicht nur durch jetzt 5G-Technologie, sondern weil diese gesamte Technik IoT immer erstrebenswerter wird für viele. Und kostengünstiger. Und ich würde sogar prognostizieren, dass Neubauten gar nicht mehr ohne und auch Neubauten in Wohnungsbereichen auch das ausnutzen werden. Das heißt, da gibt es dann irgendein Dashboard, was weiß ich, irgendein Tablet-PC an der Wand und der sagt Ihnen dann ganz genau, wie viel Strom Sie schon diesen Monat bezahlen müssten. Oder wie viel Heizkosten sie aktuell erzeugt haben und so weiter und so fort. Einfach so eine Art Dashboard, so ein Monitoring für ihr Heim, dass sie vor allem auch in der Mietswohnung wunderbar als Gegensteuerelement nutzen können, um eben zu entscheiden, ob das gerade eine vernünftige Entscheidung war, hier zu wohnen und hier zu leben oder vielleicht irgendwo noch kostengünstiger zu haben ist. Aber wie gesagt, Licht und Schatten sind sehr nah beieinander, genauso wie Wahnsinn und Methode. Die Herausforderungen des Ganzen sind natürlich auf der rechten Seite niedergeschrieben. Latenzen für kritische Anwendungen sind echt zu hoch teilweise. Kritische Anwendungen heißt im unteren Millisekundenbereich. Und wenn ich obere Millisekundenbereiche im Mittel habe, ich mache das mal für Sie. Ich nehme mal mein Telefon und mache mal hier einen Speedtest und gucke da, bin gerade im WLAN, das möchte ich nicht, sondern gehe mal in das Handynetz, LTE, Telekom, kein großes Geheimnis. Drücke auf Go, schaue mir das an, was da jetzt passiert und habe einen Ping, sprich eine Latenz von 29 Millisekunden. Also, ich sage mal, im Autobereich würde das schon tot bedeuten. In vielerlei anderen Heizungssteuerungen sind Millisekunden völlig egal, da bin ich eher im Minutenbereich oder im höheren Sekundenbereich. Aber ja, wie ich gerade sehe, ist hier absolutes Funkloch. Also 10 Mbit für eine Leitung, die sonst 300 kann, ist das ziemlich wenig. Aber so ist es ja nun mal auch mal live jetzt, ne?
Im Download 10 Mbit, im Upload 4 Mbit, das ist nicht wirklich viel. Da habe ich mit der 200 Mbit Leitung von HTP aktuell mehr Freude. Und Sie auch, weil Sie werden ja darüber gerade auch gefüttert. Datenraten nicht ausreichend, sehen wir eben auch gerade in diesem kleinen wunderbaren Beispiel. Latenz ist eine Sache, aber auch mit 10 Mbit holt man heute gar keinen mehr hinterm Ofen hervor. Wenn ich jetzt YouTube starten würde im Hintergrund, würde ich wahrscheinlich noch nicht mal mehr die Vorschaubilder sehen, also die Thumbnails. Weil es einfach sämtliche Anwendungen im Internet sind dafür ausgelegt, dass sie ordentlich Leistung abfragen können, also ordentlich Datenrate besitzen. Haben Sie die nicht, weil Sie gerade in dem Funkloch sitzen oder weil Sie gerade irgendwo in einem Zug unterwegs sind, dann kann Ihre Musik stocken, Ihre Videos können stocken und alles, was damit einhergeht. Die Herausforderung der Skalierbarkeit ist eben auch eine schwierige Nummer, denn Sie wollen ja für jeden ein gewisses Maß an Leistung zur Verfügung stellen. Und wenn mehr Leute plötzlich im 5G-Netz umherkreuchen, dann müssen sich alle diesen Kuchen eben teilen. Das ist nun mal so. Wie schön das früher war, als ich einer der ersten, der Early Adapter war im LTE-Netzwerk. Da habe ich 300 Mbit gehabt. Das war toll. 2 Monate später haben dann einige, wie heißt das jetzt, Mobilfunkanbieter dann nachgezogen und haben dann auch ihr LTE-Netz ausgebaut. Und siehe da, an einigen eklatanten Stellen schert man sich das ja trotzdem. Und plötzlich war es eben nur noch die Hälfte, 150 Mbit. Und wenn ich jetzt darauf gucke, dann freue ich mich schon, dass irgendwann Ende des nächsten Monats ich vielleicht dann im 5G-Netzwerk unterwegs bin und dann vielleicht auch wirklich wieder lukrative Datenraten präsentieren kann. Begrenztes Radiospektrum, ja, kann man drüber diskutieren, aber halte ich jetzt an der Stelle gar nicht so für notwendig. Kommen wir zu 5G. Haben wir jetzt schon lange erwähnt gehabt. Macht natürlich dann nochmal Sinn, ein bisschen konzentrierter drauf zu gehen. 1991, 2G. Ich meine jetzt nicht das iPhone 2G und 2GS, sondern tatsächlich 2G, GSM und so weiter, konnte SMS und so ein ganz kleines bisschen, muss man schauen, ja, 0,1 Mbit pro Sekunde oder sowas. 98 mit 3G ging dann schon relativ gut zustande und 4G ab 2008 und 2020, wo wir jetzt ja gerade auch sind, hat dann dementsprechend den 5G-Sektor erschlossen. Was ist da auf einmal möglich? 10 Gigabit die Sekunde, jo, das hätte ich gern. Damit bräuchte ich gar keinen normalen Internetanschluss mehr. Dann mache ich hier irgendwo ein altes Telefon an die Wand und nenne das dann Router. Und mache über Tethering dann dementsprechend alles, was so notwendig ist. Also die Evolution des Ganzen, ne? Von Long-Term Evolution, also dem LTE, bis hin jetzt letztendlich zum 5G, die hat ein paar Jahre gedauert. Und die Früchte, die tragen wir erst jetzt. Können wir gerne im Chat mal niederschreiben, ob Sie schon 5G nutzen oder ob Sie gar etwas unterhalb von 4G, also von LTE nutzen. Das würde mich mal interessieren. Weil einige, gerade so Leute, die vor Datenschutz etc. Angst haben, ja doch alte Telefone nutzen und in GSM teilweise noch unterwegs sind, weil sie den ganzen WhatsApp und Telefon-Features wie YouTube, Instagram und sowas gar nicht nutzen wollen. Gerne mal so eine kleine Anekdote in den Chat. Ich bin auf LTE. Ich bin auch auf LTE. iPhone 12 ist zu teuer. LTE, jawohl. Also 3G wird, glaube ich, auch irgendwann abgeschaltet. Ich weiß jetzt nicht wann, vielleicht wissen Sie das, aber irgendwann demnächst, ich sage mal so in den nächsten 5 bis 6 Jahren, wird dann auch, ich glaube, das 3G-Netz abgeschaltet. Das heißt, es gibt dann nur noch LTE und 5G. Aber das ist nun mal der Zahn der Zeit. Ich meine, bis auf ein paar abgefahrene Wichte wird halt Großteil der Fläche aktuell über LTE sicherlich funken. Warum dann diese alten Technologien immer noch mit Strom versorgen, wenn das gar nicht notwendig ist, ne? Nächstes Jahr wird das sogar schon abgeschaltet. Ah, das ist nett, danke für die Information. Das ist gut zu wissen. Ja, Anforderungen. Sehr kurze Latenz. Gute Verlässlichkeit mit den anderen Netzwerken. Variable hohe Datenrate und eben Skalierbarkeit. So. Ähnlich wie die beiden Begrifflichkeiten, die wir vorher schon kennengelernt haben. Es dreht und wendet sich eigentlich immer damit. Eine Evolution hinsichtlich Performance, also vor allem eben auch Datenrate und Latenz. Und natürlich dann das Maß der Skalierbarkeit, der Adressierbarkeit nochmal um ein Vielfaches zu erhöhen.
Gut, Dienste und Architekturen. Milliarden von Datengeneratoren, Sensoren besitzen stark begrenzte Ressourcen. Datenweiterleitung erzeugt einen Overhead. Realtime-Anforderungen für bestimmte Szenarien. Das sind zusätzlich immer die Bullet Points, die wir bei Diensten und Architekturen einfach, ja, mit denen müssen wir uns konfrontiert wissen. Die tauchen einfach auf. Das gleiche aber auch die generelle Gemeinsamkeiten zu diesen ganzen Technologien ist Cloud-Dienste. Ich meine, kaum einer von uns kommt heutzutage an irgendeinem Cloud-Dienst vorbei. Nutzen Sie Dropbox, sind Sie automatisch in einem Cloud-Dienst. Nutzen Sie iCloud, steht der Name schon für Programm. Nutzen Sie Spotify, nutzen Sie Apple Music, nutzen Sie Deezer, nutzen Sie Tidal oder wie es heißt, keine Ahnung. Ist das auch letztendlich nichts anderes als ein Cloud-Dienst, den Sie abrufen? Lokale Berechnungen werden aber immer sinnvoller, weil sie eben an der Stelle Daten generieren bzw. Daten sensieren, wo sie eben gerade sind. Also warum soll ich jetzt Temperatursensorik vertrauen, die 30, 40 Kilometer von meinem Ort entfernt ist und wo dann mein Telefon mir sagt, ja, also heute wird es regnen bei dir. Das ist ja nur eine Prognose. Wenn ich plötzlich selber in dieser gesamten Kette als eine Art Datenlieferant funktionieren kann, indem ich ein vernetztes System benutze, das in der Lage ist, eben auch anderen über meine aktuelle Position natürlich dann auch gemappt die Wetterlage zu präsentieren, wird es um ein Vielfaches akkurater. Und desto mehr Leute da mitmachen, desto einfacher wird das Ganze daraus dann eben auch irgendwelche sinnhaften Ableitungen zu machen. Cooles Beispiel dafür ist die Corona-Warn-App. Die hilft nur, wenn alle es nutzen, wenn sich einige Leute, die eben dann positiv getestet worden sind, dort nicht eintragen. Und trotzdem irgendwo einkaufen gehen, ja, dann hilft die App auch nicht. Das ist ganz klar. Die hilft quasi nur, indem man mitmacht, indem man eben auch dort ja, seine Wehwehchen, die man möglicherweise hat, einträgt. Und nur so können wir mittels einer solchen App dann auch was bewerkstelligen. Natürlich, 20 Mille oder was sie gekostet hat, ich gehe davon aus, dass wenn wir in diesem Semester ein bisschen weitergekommen sind, dass also jeder von Ihnen eine Corona-Warn-App programmieren kann, wahrscheinlich jeder von Ihnen noch 20 Millionen gerne auf dem Konto hätte. Aber es ist und bleibt kein großartiges Hexenwerk. Wenn man sich an ein paar Dinge orientiert, vor allem eben Privacy, Security, lebt und nicht nur irgendwo gelesen hat, das setzt natürlich ein gewisses Maß an Erfahrung voraus, keine Frage. Aber so am Ende Ihres Studiums im Masterbereich sollten Sie alle das Handwerkszeug haben, das zu realisieren. Vielleicht nicht in der Kürze der Zeit, die jetzt notwendig gewesen ist, aber aufbauen können Sie solche Systeme, solche Architekturen definitiv. Gut, Auslagerung, wenn nötig, auch eine wichtige Komponente und die Herausforderung, einfach hier nochmal auf der rechten Seite erwähnt, eben hohe Anzahl an geringer Rechenkraft von Sensoren macht die Digitalisierung der Datenverarbeitung bei rechenintensiven Services notwendig. Ja, Delegierung, nicht Digitalisierung. Das heißt, cloudbasierte Architekturen sind dafür geeignet. Ich glaube, wir haben in dieser Veranstaltung schon mal über so Thin-Klein-Rechner gesprochen. Indem man dazu mittlerweile wieder nicht, das war so irgendwie mal so eine 2, 3 Jahre Stint, wo man sämtliche Büroräume einfach mit einem Monitor und dahinter geklatscht so einen kleinen Thin Client ausgestattet hat. Und die gesamte Rechenleistung, alles was irgendwo gut und teuer war, war dann sozusagen im Keller, auf den Serversystemen aufgebaut. Und damit ließe sich dann schon sehr, sehr coole Sachen mitmachen. Heute neigt man dann doch eher wieder dazu, mehr Power in den einzelnen Endgeräten verbauen zu wollen, weil man dann doch irgendwo, es fühlt sich halt doch ein bisschen anders an. Wenn dann mal was passiert, das Internet bricht weg, ist man sofort Single Point of Failure. Bei einem Notebook ist es auch so, wenn der Strom mal ausfällt, ja gut, dann hat man vielleicht nochmal 2, 3, 4, 10 Stunden, je nach Fabrikat, in dem man was tun kann. Wenn es Strom weg ist, dann ist meistens auch das Internet weg. Das heißt, sollte man aber nichtsdestotrotz angewiesen sein auf irgendwelche Informationen, dann hat man auch trotz Akku nicht sonderlich viel gewonnen. Dieser Herangehensweise muss man sich einfach auch im Klaren sein, dass es für die Konzeptionierung des Systems, das man möglicherweise aufbauen möchte, eben auch von einer ganz besonderen Relevanz ist, wie es aufgebaut ist. Ist es ein mobiles Gerät? Ist es ein stationäres Gerät? Hat es eine zwingende Internetanbindung nur als Notwendigkeit oder können da auch Sachen zwischengespeichert werden? Und wenn eben die Informationen wieder abrufbereit sind aus dem Internet, Zugriff auf Datenbank und so weiter und so fort wieder etabliert ist,
dann können auf, was weiß ich, 2, 3, 4, 5 Tage Wertigkeiten zurückgegriffen werden. Also so eine Art Message-Buffer im Hintergrund. Selbst kleine Temperaturfühler, die man heute kaufen kann im IoT-Bereich, verfügen mindestens über einen Monat Datenhaltung, falls keine Verbindung zum Internet oder keine Verbindung zum Handy aufgebaut werden konnte. Dann sensieren die munter weiter, immer in so eine schöne Datenbank hinein, letztendlich eine Textdatei wahrscheinlich oder einfach einen Speicherbereich. Und sollte dann das nächste Mal ein Smartphone oder letztendlich eine Internetverbindung verfügbar sein, dann werden die Daten eben mit den Cloud-Daten abgeglichen. Ganz einfach. Skalierbarkeit ist ein zentrales Problem von privaten Systemen, von pervasiven Systemen, Entschuldigung. Diese Skalierbarkeit hat nämlich zur Folge, in welcher Konstellation muss das passieren. Skaliert es einfach nur, weil ich mehr Birnen mittlerweile in meinem Haushalt habe? Oder skaliert es, weil ich noch die vierte oder fünfte Bridge eingebaut habe? Oder ist es tatsächlich ein Datenmehrwert? Und da können Sie sich schon mal durchaus mit auseinandersetzen. Für die Zukunft wird es immer mehr so sein, dass die einzelnen Wertigkeiten eigentlich eine untergeordnete Rolle spielen, Daten eine absolut übergeordnete Rolle. So, Unity System Home Manager. Oh, das ist schön. Das ist was Interaktives. Da können wir jetzt mal ein bisschen spielen. Da können Sie mir dann auch gleich mal eine Antwort geben im Chat. Also, Sie sehen das ja wahrscheinlich gerade. Aus welchem Jahr stammt dieses System? Also, Unity System Home Manager. Die Möglichkeiten dieses Systems sind relativ mannigfaltig. Ich versuche das hier mal im Großen zu lesen. Also, raumgenaue Kontrolle der Temperatur. Steuerung von Beleuchtung und von Steckdosen. Lüftung und Bewässerung. Also auch Gärtnern, ne? Schattierung und Heizungssteuerung basiert auf Außentemperatur, Kalender- und eventbasierte Regeln und Alarmanlage und automatische Anrufe bei Alarm. Steuerung über eine zentrale Touchscreen-Einheit. Aus welchem Jahr stammt dieses System? Was denken Sie? Ist das 2019, 2017? Man merkt schon, das Delay ist auf jeden Fall ein bisschen größer geworden wieder. 1995, okay, wir gucken mal, was das ist. 2005 einer, ja. Ganz einfach reinspammen, ist ja nicht weiter tragisch, sind ja nur ein paar Zahlen. 2005, okay, 1995, ja. Waren Sie da schon auf der Welt? 2008, ja. 2003, ja, doch durchaus einige, die jetzt mitmachen hier, sehr schön. Gut, gucken wir mal. Ich habe das mal für Sie mitgebracht. In diesem Jahr bin ich geboren. 1985 ist das Unity Systems Home Manager System an den Markt gegangen. Sieht aus wie ein Fernseher. Der Touchscreen ist tatsächlich mit so einer fetten Lanze, um darauf zu touchen. Und ja, ein Schaltschrank, ne? Muss klar sein. Also 1985 hat man schon ja, bei den Reichen und Schönen, wenn man so will, solche Systeme etabliert gehabt. Das heißt, die gab es schon. Die haben Heizungssteuerung gemacht, die haben eben auch Überwachungen gemacht und so weiter und so fort. Wenn Sie ganz alte Filme gucken, gut aus den 80er Jahren, so einiges. Vielleicht kennen Sie den Film Stirb langsam, Teil 2, wo dieser Flughafen dort ja, letztendlich so ein bisschen manipuliert wird und auch die Flugzeuge nicht richtig landen können, weil dann dementsprechend da irgendwelche Schwierigkeiten sind. Dort hat ziemlich zum Ende zum Film hat eben einer auch so einen Terminal in der Hand, mit dem er genau dieses diese Touchscreen-Lanze basierend auf einem solchen System eben auch verwendet, um einfach nur zu sagen, dass dieses Flugzeug jetzt annehmen soll, dass das hier seine Nulllinie ist. Relativ harmlos. Kommt aus Fallout, ja, könnte man auch fast meinen, wenn man sich den Pip-Boy da anguckt im Fallout mit diesen grün-schwarzen Darstellungsformen, dann ist das tatsächlich etwas, das findet man dort wieder. Also ich sag mal, gerade so diese Dynastie, würde ich mal sagen, die alten Stirb-Langsam-Filme, vielleicht noch so ein bisschen Terminator, also diese ganzen nicht ganz richtigen Sci-Fi-Filme,
Da findet man auf jeden Fall sehr, sehr oft solche Technologien, die dann eben so ein bisschen Luft schnuppern ließen. Aber letztendlich, klar, alles, was wir gerade niedergeschrieben haben, können auch heutige, und wir sind 2020, heutige Systeme und mit den gleichen Restriktionen. Damals braucht man einen Schaltschrank, mittlerweile hat man eine kleine Bridge, die steckt man oder klebt sie auf die Fritzbox und hat das natürlich dann um ein Vielfaches kleiner. Aber von der Leistungsbereitschaft her, von den Elementen, die man damit machen kann, ist es immer noch nach wie vor genauso. Ja, hier noch jemand, das ist der beste Weihnachtsfilm, genau, Stirb langsam, definitiv. Alle beide sind da sehr zu empfehlen. Weiter im Ganzen, ne? Perversive Systeme, also über was sprechen wir da eigentlich? Wir sprechen unter anderem über Socken, wir sprechen unter anderem über Hunde, wir sprechen unter anderem über Zugriffsberechtigung mit dem Smartphone. Wir sprechen über Apple Pay, wenn wir so wollen, und wir sprechen auch über Fitness. Wir sprechen auch über Büroausstattung und so weiter und so fort. Wir besprechen wirklich Thematiken, die uns komplett im gesamten Leben entgegentreten. Diese Socken dort oben, die sollen jetzt nicht diagnostizieren, dass sie Schweißmauken haben. Das haben sie nämlich eh, das weiß ich. Sondern diese Socken sollen ihnen schon im frühen Alter dahingehend unterstützen, dass sie gucken, anhand von kleinen Sensoren, wie sie stehen bzw. wie sie laufen. Rollen sie mit dem linken Fuß zu sehr ab, dann kann man nämlich schon mal sehen, dass sie in 20 Jahren möglicherweise einen Hüftschaden haben werden. Wenn man das frühzeitig diagnostiziert, kann man eben dementsprechend da wunderbar Hand anlegen. Dieser Manschettenknopf mit dem Smartphone, das ist eine Illustration von Samsung tatsächlich. Dieser Manschettenknopf, also wenn ich mein Telefon nehme und ihn hier an meinen, na, ich habe jetzt da natürlich keinen richtigen Manschettenknopf, sondern ich würde es hier so dranlegen, dann würde das automatisch jetzt plötzlich einen Do Not Disturb-Modus aktivieren, nämlich meinen Business-Modus. Was heißt, bitte alle Akustiken runterfahren, meinen Business-Kalender in den Vordergrund stellen, alles, was damit so verknüpft ist. Wenn ich dann zu Hause bin, lege ich mein Telefon wieder irgendwo anders hin und zack, wird es wieder in den privaten Modus überführt. Das klingt jetzt in erster Linie so ein etwas unfancy, weil man das auch relativ schnell eben mit ne zwei, drei Handgriffen machen könnte. Aber es zeichnet auf jeden Fall, dass diese Bereitschaft, so etwas zu tun, nicht Zukunft ist, sondern das können wir schon machen. Chips in unseren Tieren. Wir sind noch ein bisschen entfernt davon, aber in unseren Tieren sind auf jeden Fall schon mal Chips drin, die ausgelesen werden können. Wie heißt der Gute? Was ist er für eine Rasse? Wann ist er geboren? Welcher Tierarzt ist ansprechbar und möglicherweise auch welches Herrchen? Also ein Chip unter der Haut bei Hunden ist gang und gäbe. In Zukunft lässt sich dieser Chip vielleicht sogar noch dahingehend erweitern, dass er die Position, die aktuelle, mitteilt. Falls Fuffi nämlich mal wieder abgehauen ist, dann kann man über irgendeine Art von Browser eben gucken, wo er denn gerade wieder ist und dementsprechend sich dann dem Ganzen wieder annähern. Öffnen und Schließen von Türen mittels Smartphone ist, also da muss man nicht gerade großartig mehr was zu sagen, das ist gang und gäbe. Sie können heutzutage ein BMW mit dem iPhone öffnen und schließen. Sie können einen Tesla schon mit jedem Smartphone öffnen und schließen. Ist überhaupt gar kein Problem. Sie können mittels der Tesla-App sogar auch jemand anderen den Zugriff erteilen. Zum Beispiel, Sie sind, ja, bleiben wir mal wieder, auf den Seychellen in einer Hängematte. Und dann ruft sie plötzlich ihr Vater an oder ihre Mutter und sagt: Hier, mein Haus ist kaputt, ich brauche deins. Und dann sagen sie: Ja, das ist schlecht, ich habe jetzt die Schlüssel alle mit. Und dann sagt dann ihr Vater oder ihre Mutter: Das ist doof. Beim Tesla ist kein Problem. Sie generieren einen neuen Schlüssel und schicken denen quasi die Freigabe aufs Smartphone von ihrem Vater oder ihrer Mutter und zack, können sie das Auto entriegeln und noch starten. Sie können sogar so feingranular damit Einstellungen vornehmen, dass sie das zwar entriegeln können, das heißt, sie können ins Auto rein, weil da noch eine Jacke drin liegt oder weil da 100.000 € Scheine drin sind oder. Aber sie können es nicht starten. Also auch dort können sie unglaublich viele unterschiedlichste Informationen zusammenfügen, die dann ja letztendlich wieder zu einem gesamtheitlichen, durch ein durchdringendes Gesamtkunstwerk leiten. Apple Pay, ja, oder Google Pay und wie sie alle heißen, brauche ich nicht erwähnen. Das kennt man. Telefon irgendwo dran halten, klatsch und bezahlt wurde das Ganze. Die Gefahr dahinter ist natürlich, dass man dann ja, mehr oder weniger
so ein paar Wichte hat, die mit so einem komischen Gerät dann einem versuchen, Geld abzuzwacken, obwohl man gerade gar nicht so richtig Lust dazu hat. Das ist das Für und Wider für all dieser Systeme. Wenn es eben hackbar ist oder für Missbrauch anzuwenden ist, dann wird es in den meisten Fällen auch getan. Bloß, wenn man es weiß, dass es genutzt wird für genau solche Zwecke und auch die Scheunentore kennt, dann kann man sie auch abschließen. Und die nette Dame dort unten rechts, die trägt einen Body, einen Gesamtkörperbody, der eben sämtliche Muskelkontraktionen detektiert. Also beim Workout unterstützt und sagt, ja, oder sagen wir es anders, die Uhr sagt ja, man hat so und so viele Kalorien verbraucht. Ne? Also ich verbrauche bestimmt auch 600 Kalorien, wenn ich einfach nur einen Berg runterfahre mit dem Fahrrad. Ohne Anstrengung. Die Uhr sieht das ja nicht, ob ich nun trampel oder nicht. So ein Anzug kann genauestens diagnostizieren, wo, an welchem Punkt meines Körpers gerade Anstrengungen angekommen sind und wo nicht. Das heißt, dieses Verarschen von den Smartwatches, was mittlerweile ja immer noch geht, wird durch solche Sachen einfach immer weiter minimiert werden. Beim Fahrradfahren das Gleiche, also ein Drehungszähler, so ein Schrittzähler oder wie doll ich meine Pedalerie betätige, ist immer ratsam, wenn Sie mit dem Fahrrad tatsächlich abnehmen wollen, weil die Tücke liegt im Detail. Sie fahren natürlich nur Strecken, die Ihnen nicht wehtun. Wenn Sie aber permanent nur bergab fahren, dann kommen Sie gar nicht in diese Leistungsaufnahme ran von ja, 120, 125 Beats per Second von Ihrem Herzschlag und können dementsprechend eigentlich faktisch auch nicht abnehmen. Und wenn man durch eine solche Hardware oder sagen wir mal so ein modisches Konstrukt tatsächlich dahingehend auch noch unterstützt wird, dann umso besser. Das Schöne dabei ist, das Teil hat auch sogar noch eine integrierte Heizung. Also wenn man dann draußen unterwegs ist und hat irgendwie, ja, ist dann nass geworden oder es ist kalt geworden, wieder erwartend, dann kann man darüber auch die Körpertemperatur ein bisschen regeln. Kommt noch der coole, genau, der coole kommt auch noch. Das ist ein geiles Teil, also nicht nur absolut futuristischer Sneaker, sondern das Ding trackt irgendwie alles. Also es kann die Füße aufwärmen, es kann tatsächlich die Kalorien, die verbrannt worden sind, detektieren. Automatisches Tightening, also letztendlich der Nike-Schuh, der aus Zurück in die Zukunft prognostiziert wurde, in geil. Schockabsorbung, also wirklich auch richtig, richtig Materie da drin. Über Bluetooth dann dementsprechend angeschlossen. Man kann dann sagen, okay, wie viel Grad Celsius möchte ich jetzt die Mocken haben? Wenn sie dazu neigen, eben relativ schnelle Schweißfüße zu bekommen, dann wird man eher versuchen, nicht zuzuheizen. Und Sie sehen ja auch schon diesen wunderbaren Lifteffekt dort im oberen Bild, dass der gesamte Oberteil des Schuhs einfach sich so ein bisschen aufliften lässt. Dann können Sie da rein und dann ist es wie bei Marty McFly auch, einmal kurz auf Hacke treten, zack, die Power Laces ziehen sich zu und Sie können dann sofort von dannen ziehen. Ob man so viel Technik, so viel Batterien, so viel Strahlung an den Füßen haben möchte oder nicht, das muss ich nicht mich fragen, sondern das müssen Sie sich vor allem selber fragen. Denn immer mehr von solchen Elementen wird in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten, Jahren auf den Markt strömen. Und entweder Sie sind begeistert und sagen, ich will mir nie wieder die Schuhe selber zubinden, oder eben nicht. Dass das jetzt natürlich ein fancy Produkt ist, wo man sagt, oh, das ist cool, das möchte ich vielleicht haben, ist eine Sache. Dadurch verkauft es sich auch besser. Aber was ist mit den Leuten, die sich wirklich nicht mehr die Schuhe zubinden können? Denken wir an die älteren Bevölkerungsstrukturen. Großeltern, Urgroßeltern möglicherweise, die sich gar nicht mehr so stark bücken können. Also eine Schleife binden wird dann allein schon aufgrund der Gicht, wenn man so will, schon schwierig. Wenn die, deswegen laufen die dann auch meistens in so Schlappen rum. Und ich meine, oftmals haben die einfach dann auch nicht den Halt, legen sich dann möglicherweise noch auf die Klappe. Und das sind ja Sachen, die möchte man nicht. Also ich glaube, also ich habe meine Oma lieb, ich möchte nicht, dass sie sich wegen solchen Sachen eben lang macht. Gerade jetzt nicht zu so einer Jahreszeit. Und wenn die dann eben jetzt nicht so neumodische Fancy-Botten bekommt, sondern einfach eben die typischen Birkenstock-Latschen, aber eben in Technik cool, dann werden die eben dann Smart Tightening integriert bekommen und dann werden die Schuhe eben wirklich mit dem Fuß verbunden. Und wenn man die loswerden möchte, muss man einen Knopf drücken oder Alexa fragen, ob man bitte die Schuhe ausbekommen oder kann oder. Aber das ist eine Fragestellung oder auch eine Art und Weise für eine ganz andere Disziplin dann.
So, was haben wir hier noch? So, typisches Internetgerät. High-Performance-Multicore-Prozessor. Gigahertz ohne Ende in RAM und auch in Terabyte Storage ohne Ende. Multithreading-Betriebssysteme mit Standard-IP-Stacks und so weiter und so fort. Klassisches Betriebssystem. Windows, macOS, Linux, heutiger PC. Kennt man. Typisch. Das ist auch ein typisches IoT-System, das eben, ja, so ein Quarter, ja, ist ein bisschen kleiner als ein Eurostück. Ne? Also von den Größenordnungen her. Das ist auch ein vollwertiger Prozessor da drin. Na gut, 8-Bit heißt in dem Fall vollwertig, Low Power, Kilobytes auf RAM, kleinen eingeschränkten Betriebssystem-Support und so weiter und so fort. Braucht irre wenig Strom, kann aber gut eingesetzt tatsächlich einen echten Mehrwert für so viele unterschiedliche Aspekte bereithalten. Was ich damit letztendlich sagen möchte, ist, dass Size Matters nicht ganz anzuwenden ist auf pervasive Systeme, sondern dass es sehr viel wahrscheinlicher ist, dass die Geräte noch viel, viel, viel kleiner werden, bis sie irgendwann, ja, ist vielleicht utopisch zu sagen, aber bis man sie irgendwann schlucken kann. Dass man, keine Ahnung, eine Pille schluckt und die guckt dann mal im Darm entlang, ob da irgendwelche bösen Sachen rumkreuchen und werden dann am Ende der ganzen Kette einfach wieder ausgeschieden. So, der Doktor kann dann letztendlich die Wertigkeiten, bevor es ausgeschieden ist, selbstverständlich, dann mal begutachten, kriegt irgendwelche tollen Informationen und kann damit dann ihren Heilungsprozess einfach verbessern. Letztendlich ist diese ganze Technologie dazu da, dass man Geld macht. Ich meine, da muss ich niemanden, glaube ich, jetzt hinterm Ofen hervorziehen. All diese Errungenschaften in der Vergangenheit, Smartphone-Technologien und so weiter, das haben diese vielen, vielen Firmen nicht gemacht aus absoluter Nächstenliebe, sondern das haben die gemacht, um Abstand auf dem Markt zu haben zu anderen Kontrahenten und eben irgendwie coole Features zu beherbergen, die jeder haben möchte. Ne? Also eine Maus damals war irre, cool. Man konnte mit einer Maus so einen Zeiger bewegen auf dem Bildschirm. Und dann konnte man plötzlich doppelklicken. Boah, wie cool ist das denn? Da konnte ich eine App öffnen. Scharf. Heute war das letzte richtig coole Feature eben der Touchscreen. Und der war ja noch nicht mal neu. Touchscreen gab es ja schon ganz, ganz oft in der Historie mit so Palm-Systemen, wo sie dann so einen kapazitiven Stift dann davon hatten. Und heutzutage versuchen sie mal ein Smartphone zu kaufen, das kein Touchscreen hat. Ist fast nicht möglich. BlackBerry kennen Sie vielleicht noch von der Firma RIM. Die waren im, ja, Business-Bereich absolut führend über Jahrzehnte. Und dann kommt plötzlich ein Hersteller auf den Markt, der das alles irgendwo nur noch mit Touchscreen macht und ja, eine physische Tastatur einfach ad absurdum führt und zack. Vielleicht kennen Sie noch Systeme, die das haben. Vielleicht kennen Sie auch aktuelle Systeme, aber mir sind kaum Smartphones, die sich wirklich Smartphone nennen, heutzutage noch bekannt, die nicht über einen Touchscreen-Monitor verfügen. Ist mir einfach nicht mehr bekannt. Tastaturen sind eigentlich nicht mehr en vogue. Braucht man nicht. Weil man mit den Geräten einfach so viel macht. Es ist ja nicht mehr eine Kommunikationszentrale mit ich rufe Mama und Papa an, sondern es ist ein Lifestyle-Produkt. Das in allererster Hinsicht. Deswegen sind die Dinger auch so teuer. Und Kommunikation ja am Rande, aber eben auch über ganz andere Medien. Fassen Sie sich an die eigene Nase. Kennen Sie sicherlich so Situationen. Ich habe die sehr, sehr oft. Wenn wir irgendwie Brettspieleabend machen wollen, dann geht erstmal 2 Tage lang WhatsApp-Gruppe rauf und runter, um uns nur auf eine Uhrzeit festzulegen. Früher hätte ich einfach das Telefon in die Hand genommen und gesagt, ey, Samstag, 19 Uhr, ja oder nein? Und dann hätte ich eine Aussage gehabt. Heute muss ich da auf Teufel komm raus immer irgendwie nochmal jemanden anschreiben und dies und das und jenes. Also es ist von der Kommunikation her heutzutage sehr mühselig geworden im Verhältnis zu damals, keine Frage. Damals war immer alles besser. Wenn Ihnen Ihre Eltern erzählen, Ihre Großeltern und so weiter. Vielleicht nicht besser, aber es war anders. Ne? Und viele dieser Dinge, heute Morgen im Stream habe ich ja gesagt, dass auch Radartechnik und all solche Dinge Errungenschaften des Krieges sind. Also, wenn plötzlich Not am Mann war, Überlegenheit gegenüber einem anderen Staat oder Feind auszuarbeiten, dann war plötzlich Geld dafür da und dann konnte man das nutzen. Plötzlich gibt es Corona, plötzlich sind 20 Millionen da, um eine App zu finanzieren. Das hätte man auch schon viel früher haben können, meines Erachtens nach.
indem man ein bisschen vorausschauend denkt. Aber dahin kommen wir bestimmt alle zusammen noch in dieser Bevölkerungs Ebene und können uns damit dann auch vernünftig auseinandersetzen. Ich gucke noch mal. 1545. Boah, schauen, ob wir bis dahin überhaupt hin müssen. Fürchte weniger. Und gucken uns derweil noch mal die nächsten Vorlesungsunterlagen dazu an. So, Connected Data versus Connected Devices. Also auch hier. Die ganze Welt spricht immer von Philips Hue-Birnen, wenn es um IoT-Themen geht oder um Smart Home-Themen geht. Dann immer das Beispiel der Klimasteuerung. Ich meine, ich nutze es ja selber immer als Beispiel, aber letztendlich ist es alter Hut, alter Käse. Viel mehr Daten werden heutzutage einfach auch durch ihren Konsum ermittelt. Sie gehen einkaufen und vielleicht haben Sie ja eine PayPal-Karte, eine Payback-Karte. Oder eine Deutschlandkarte oder irgendwas anderes. Lidl hat jetzt, glaube ich, auch so ein Ding am Start. Das machen die nicht aus Nächstenliebe. Das machen die nicht, und dass sie dann irgendwie im Premium-Shop sich ein neues WMS-Messer gönnen können. Nein. Es ist ganz einfach so, die wollen ganz genau wissen, wann sie wo was eingekauft haben. Und das wollen viele Leute wissen. Das will nicht nur die große PayPal-Umgebung wissen, sondern das möchte das kleine Edeka oder kleine Rewe oder der kleine Aldi um die Ecke möchte das auch gern wissen, um das Sortiment auf seine Kunden anzupassen. Geht denn dieses eine neue Produkt, das offensichtlich echt gut schmeckt, wirklich so gut weg, oder ist das nur ein kurzer Hype gewesen? Verkaufe ich im September tatsächlich Spekulatius oder stehen die sich dort einfach nur tot? Und so weiter und so fort. Also Connected Data, also wirklich Daten miteinander zu verzahnen, Daten miteinander zu verheiraten, ist eine riesig große Nummer geworden, die im Data Science Bereich angesiedelt ist. Also Connected Devices, klar, technische Informatik, überall kleine Gizmos, überall kleine Gerätschaften an den Wänden, in den Wänden, an ihren Füßen, im Hund drin und so weiter und so fort. Aber der richtige Spaß, und da, wo es um die kleinste Violine der Welt geht, nämlich richtig viel Geld machen, passiert auf der Datenebene. Alleine nur. Wir machen es ja gerade hier selber gerade über YouTube oder über Twitch, was dort für Algorithmen im Hintergrund laufen, nur um zu gucken, ob das hier gerade irgendwie lukrativ oder interessant für jemand anderen ist oder nicht. Das ist schon enorm. Dieses Video gucken Sie, dafür ist es auch produziert, aber ich kann das sicherlich nächste Woche mal herauskramen, dass wir uns mal in die Analytics zusammen angucken. Also regelmäßig gucken sich Leute aus Teheran das an, regelmäßig gucken sich das Leute aus Südamerika an, und ich glaube kaum, dass wir aktuell Studenten hier haben, die ja, das von diesen Orten betrachten, sondern die werden sich wahrscheinlich alle in Deutschland aufhalten, auch wenn sie vielleicht von woanders her kommen, aber der aktuelle Standort wird meistens immer Deutschland sein. Dann auch die Kategorisierung, wie viel Videomaterial und so weiter und so fort. Dann die Analyse hinsichtlich, wie lange haben Sie denn zugeguckt? Bei so einem Livestream ist das einfach. Vor allem, Sie müssen ja zugucken. Sie wollen ja die Veranstaltung genießen. Dadurch ergeben sich automatisch natürlich auch Zugriffszahlen und auch Wertigkeiten, die für so einen kleinen YouTube-Kanal absolut Zucker sind. So. Jeder, der einen YouTube-Kanal aber betreibt, muss auch wissen, dass es regelmäßig sein muss. Das heißt, einmal in der Woche, zweimal Streams machen, ist schon nicht schlecht. Aber was ist mit der semesterfreien Zeit? Da gehen die ganzen Statistiken, die man mehr oder weniger aufgebaut hat, sofort wieder komplett nach unten und man ist wieder unbekannt. Also, was ich damit sagen möchte, ist, dass die Verzahnung dieser Daten natürlich um ein Vielfaches, ja, Einfluss nimmt auf das, was die Daten letztendlich auch wert sind. Ist kein Geheimnis. Ich weiß es gar nicht. Ich müsste gerade mal gucken. Vielleicht können wir eine kleine Anniversary hier feiern. Also mal, ich gucke mir mal parallel gerade meinen eigenen Stream an. Nur um eine Kleinigkeit zu sehen. Ich weiß es gar nicht. Ich müsste gerade mal gucken. Vielleicht können wir eine kleine Nee, das Anniversary sehe hier ich da feiern. nicht. Schade. Kanalinformationen, Dashboard. Oh ja. Die könnten tatsächlich was feiern. Dieser Kanal hat heute tatsächlich 50 Abonnenten. Wow. Das ist ein Großteil aus dem letzten Semester und das ist ein Großteil von Ihnen natürlich, für das man natürlich Danke, Danke sagen kann.
Aber auch das, Monetarisierung, Geld verdienen mit dem ganzen Käse ist erst möglich, wenn man 1000 Abonnenten hat und mindestens 300 Stunden öffentlichen Content generiert hat. Ja, genau. Danke für die Zaubermütze. Das ist eure Leistung, nicht meine. Mache ich demnächst auch nochmal eine Verlosung dafür und vielleicht nochmal eine Roomtour oder was man sonst so alles on Vocus machen muss, damit man in diesen Gefilden irgendwo wahrgenommen wird. Nein, also zusammenfassend gerade, letzten 28 Tage sind 329 Aufrufe auf meinen Videos hier passiert. Das ist 999% mehr als den Vormonat. Wiedergabezeit in Stunden. 185,4 Stunden hat irgendeiner oder sie insgesamt hier Content genossen. Das sind auch über 999% mehr. Spaß wird es, wenn wir uns in der Weihnachtszeit befinden und dann die Klausurzeit beginnt und dann einfach wieder lange Zeit kein Stream kommt, lange Zeit eben auch vielleicht die Aktivität auf diesem Kanal runtergeht und dann steht da plötzlich minus 99,99%. Und das ist besonders wichtig für die, die dann mit Geld verdienen wollen. Ich meine, ich mache das nicht, ich verdiene mein Geld in der Hochschule. Das ist hier quasi ein nettes Gimmick und soll das auch nicht heißen. Aber diese Algorithmen sind derartig mächtig, dass sie, wenn sie die verstanden haben, gut für sich einsetzen können. Wenn sie die nicht verstanden haben, können sie tatsächlich dafür sorgen, dass ja nicht das Genick gebrochen wird, das nicht, aber dass sie da auf jeden Fall nie großartig mit stark in Berührung kommen, mit irgendwelchen tollen Sachen vor allem nicht. Videostatus, eben auch viele Sachen, ich sag mal, Datenhaltung und Interpretation des Ganzen. Süße Katzenvideos ist immer noch das, was im Internet am meisten geht. Die meisten Leute klicken das an, die meisten Leute suchen danach seltsamerweise. Ich habe mich noch nie daran wirklich entdecken können, dass ich nach Katzenkindern suche. Aber es kommt sicherlich auch daher, dass kleine Katzenkinder im Amerikanischen ja auch mit einem anderen Wort übersetzt werden und das kann dann schon wieder in eine andere Richtung gehen. Und dann kann ich mir durchaus vorstellen, warum das so oft im Internet genutzt wird. Aber mit diesem Gedanken lasse ich Sie jetzt allein. Die Kategorien, die bei den Herausforderungen darzulegen sind, sind natürlich Interoperabilität. Jeder möchte, dass diese Gerätschaften miteinander koexistieren können. Man möchte weg von, das geht nur mit dem iPhone, sondern man möchte dahin gehen, dass es eben sagt, okay, das ist eine Cloud-Anbindung, das funktioniert mit dem Smartphone, mit dem Smartphone, mit dem Smartphone und mit diesem Smartphone. Oder ich kann es tatsächlich auch noch mit dem Rechner bedienen oder mit dem Tablet oder mit was auch immer. Also Interoperabilität schaffen, nicht nur was den Zugriff auf die Daten betrifft, sondern vielleicht auch was das zur Verfügung stellen von Daten betrifft. Das heißt, ein Sensor von der Firma NXP, der soll interoperabel sein, also Daten zur Verfügung stellen können an Sensoren von Fujitsu Siemens. Mein Herd von Siemens soll mit dem Herd von Bosch kompatibel sein. Ja, ein bisschen schlechtes Beispiel, weil es eigentlich das ein und dasselbe ist. Aber was gibt es da? Miele zum Beispiel. Die Steuerungssoftware, also die Bereitstellung aller Dienste, Realisierung von der Intelligenz und letztendlich auch der Personalisierung, ja, das muss diese Software leisten. Wenn ich nicht in der Lage bin, mit dieser Software irgendwie die Dienste bereitzustellen, wenn ich nicht in der Lage bin, diese gewisse Intelligenz, die ich abrufen möchte, damit irgendwo bewerkstelligen zu können, dann brauche ich diese Software nicht. Dann ist sie einfach über. User Interaction, User Experience. Sie wissen gar nicht, wie wichtig User Experience ist. Ich finde das teilweise schon fast krass, dass bei uns am Campus wir in den Masterstudiengängen gar nichts über User Experience überhaupt berichten. Denn Sie kennen alle Apps. Sie nutzen alle Apps und Sie haben sicherlich auch eine Meinung dazu, dass einige total toll sind und andere echt Grütze. So, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber ich denke, wenn wir uns jetzt hinsetzen und eine Application programmieren, dass die in erster Linie erstmal Grütze aussehen wird. Und dann, falls einer auf eine extrem gute Idee kommt, kann es gut möglich sein, dass im Nachgang die User nicht mal die Experience, sondern mehr die User Interaction und vor allem das UI an sich vielleicht ein bisschen nachzieht und ein bisschen schöner wird. Kann ich mir vorstellen, muss aber nicht so sein. Gibt es? Ja, User Interface für mobile Anwendungen oder so. Cool, wusste ich gar nicht. Das wäre aber cool. Kann ich jedem mal empfehlen, sich auch dort drüber mal so ein bisschen in den Kenntnisstand aufzubauen. Denn sie werden immer schwieriger haben, in Zukunft Dinge
Leuten schmackhaft zu machen, weil der Markt sehr stark gesättigt ist. Wenn es dann auch noch blöd aussieht, dann ist die Chance wirklich sehr gering, dort irgendwo auch was aufbauen zu können. Vor allem eben auch irgendwo was mit Geld zu tun hat, also Geld verdienen zu können. User Interaction, also Bereitstellen von allgemein verfügbaren Nutzerschnittstellen. So, fängt schon an mit Rollen. Ne? Bleiben wir bei der Heimautomatisierung. Da muss es selbstredenden Admin geben. So, jetzt haben sie es sehr oft so, dass eben das eigentliche Problem Software ist, gar nicht Hardware. Also müssten Sie dann schon mal Ihrem Elektriker, der für Sie Heimautomatisierung gemacht hat, einen Zugriff geben, dass er via VPN sich bei Ihnen einschalten kann und dann sagen Sie, ja, hier, mein Rollo funktioniert nicht mehr und er guckt dann, aber ja, alles klar, hier ist irgendwas softwareseitig schief, funktioniert es jetzt? Ach ja, doch, jetzt geht's. Perfekt. Also auch dort, die User Interaction und vor allem auch die Benutzerkontrolle wird immer wichtiger werden. Sie müssen Rollen haben, nicht nur Administrator und Moderator, wie man das ja mittlerweile sehr, sehr oft sieht, sondern auch viele, viele Unterscheidungen und Abstufungen davon. Wenn Sie jetzt Eltern sein sollten, weiß ich ja nicht, man sieht ja immer nicht, mit wem man hier gerade so konfrontiert ist, macht es auch Sinn, die Eltern anderen Rechten zur Verfügung zu stellen als den Kindern. Ne? Also wenn Sie da sagen, hier ab, was weiß ich, 20 Uhr ist Licht aus und Benjamin Blümchen läuft dann auch nicht mehr, dann ist einfach Schlafenszeit und die Kinder können das munter mit einem Sprachassistenten übersteuern, weil sie einfach die gleichen Rechte haben wie die Eltern, dann kann da es zu Problemen kommen. Ne? Das heißt also auch, wenn man da vielleicht mal über das Taschengeld verhandelt hat und das ging für das Kind nicht so sonderlich gut aus, dann ja, wird doch einfach mal der Zugriffscode zum Haus geändert für den Papa, damit er mal so ein bisschen ins Nachdenken kommt, wenn er draußen in der Kälte sitzen muss. Also, ich denke, es ist in jeder Generation immer wieder aufs Neue der Fall, dass wenn Sie mit einer gewissen Technik groß geworden sind, dann wissen Sie die auch für sich einzusetzen. Ganz klar. Ich wusste als Kind auch, dass ich ganz viele Kissen nehmen muss, um die auf das Modem draufzulegen, um mich dann auch noch schützend draufzulegen, weil ich ins Internet wollte, aber meine Eltern es nicht mitkriegen sollten. Das ist ganz, ganz normal. Heutzutage ist es deutlich einfacher, aber das Beispiel vorhin, eben auch mit dem WLAN, ne? Will man seine Kids mal sehen, dann ändert man das WLAN-Passwort und zack, tauchen sie auf. Nutzerakzeptanz. Auch gar nicht so stark im Fokus bei vielen, aber eine unglaublich wichtige Nummer, denn so richtig viral, so richtig krass gehen Dinge durch die Decke, wenn sie nicht nur einen Kunden haben, der von ihrem Produkt überzeugt ist, sondern wenn sie einen fanatischen Fan haben. Wenn er wirklich sagt, also egal, shut up and take my money, da steht der und der Name drauf, ich will es haben. Ne? Die typischen Verrückten, die jeden Adidas-Schuh haben müssen oder die typischen Verrückten, die jeden Nike-Schuh haben müssen oder ja, keine Ahnung, die Apfeljünger, die alle 2 Jahre dann vom Apple Store liegen in Zelten und sagen, ich brauche unbedingt das neue Telefon, obwohl es eigentlich nichts Neues kann, außer Bilder zu machen bei völliger Dunkelheit. Ja. Yeah. Diese Nutzererfahrung und auch diese Nutzerakzeptanz, die geht natürlich auch mit der Qualität einher. Schließt sich wieder der Kreis, wenn ich Software schreibe, muss ich mir auch über Qualität Gedanken machen. Es nützt oftmals nichts, einfach nur so prototypisch etwas runterzurocken, sondern es muss irgendwo auch das große Ganze behandeln. Es muss irgendwo nutzbar sein, es muss irgendwie auch schön aussehen. Und wenn es das dann irgendwie tut und mein Benutzer am Ende auch für sich sagen kann, wow, das finde ich das gut, das nutze ich echt gern und das macht Spaß. Und ihn vielleicht sogar noch Feedback mitteilt, sagen, also das könnte man abändern, aber ansonsten finde ich das perfekt. Dann haben sie richtig was geschafft. Dann haben sie auf jeden Fall auch einen Mehrwert für nicht nur Monetarisierung für ihre Firma oder was auch immer, sondern letztendlich auch eine Akzeptanz beim Kunden erzeugt, wo sie drauf bauen können. Denn wenn ein Kunde zufrieden ist, dann kommt er meistens häufiger. Wenn ein Kunde von Ihnen als Mensch oder von Ihnen als ja, Hilfesteller oder was auch immer nicht wirklich überzeugt ist und sich nicht wirklich aufgehoben fühlt, dann geht er zur Konkurrenz, ist ganz klar. Das ist. Ich mag meinen. Ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus, dass Sie nur diese Veranstaltung hören, weil die so unglaublich toll ist.
gehe eher davon aus, dass sie gerade im Stundenplan gut passt und dass sie in ihren normalen täglichen Alltag dementsprechend gut passt und andere vielleicht dementsprechend nicht. Das ist nicht unbedingt immer nur der Grund, weswegen man in eine Vorlesung geht, dass einem das gerade so unglaublich schmeckt, was man da hört, sondern die Freiheit im Masterstudium, die sie alle haben, sitzt da auch voraus, dass man möglicherweise das kleinere Übel wählt, vielleicht nicht unbedingt ein Fach, wo man jetzt unglaublich viele Hausaufgaben machen muss oder irgendwelche anderen Anekdoten. Also ich war selber Student und kenne das Minimalprinzip, also kenne ich gut. Und auch dort kann man dementsprechend ableiten, dass auch die User-Akzeptanz oder Nutzer-Akzeptanz jetzt von so einer Veranstaltung natürlich sicherlich aufgrund von irgendeiner Qualität oder aufgrund irgendeiner Art und Weise, dass es Spaß macht, begründet sind. Aber viel, viel mehr ist tatsächlich der Punkt, dass es gerade wunderbar in ihr Scheduling passt. So, des Weiteren, Interoperabilitätsprobleme bei absoluter zentral, ist absolut zentral für pervasive Systeme. Das heißt, sie wollen, dass sie Interoperabilität sind. Sie wollen, dass bitte ein Sensor von Firma XY mit einem Sensor von YX-Firma zusammenarbeitet. Wenn das nicht funktioniert, haben sie kein durchdringendes, wachsendes System und vor allem auch kein perversives System. Denn hier sollten Geräte aus vielen verschiedenen Bereichen zusammenarbeiten. Heimautomatisierung, Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräte, Kommunikationsgeräte, Telemedizin und so weiter. Wir sprechen von einem perversiven System, wenn alle diese Dinge miteinander arbeiten. Also nicht nur ihre Beleuchtung, Raumautomatisierung, nicht nur ihr kleines Kino, das sie möglicherweise im Wohnzimmer haben, das der Beamer angeht, wenn sie zweimal in die Hände klatschen oder so. Ihre Haushaltsgeräte, ne? Sie bereiten alles vor, keine Ahnung, sie haben vom gestrigen Abend noch eine Pizza im Ofen. Ja, warum soll ich denn jetzt aufstehen, indem ich einfach sage, hey Google, mach mal den Backofen auf 50 Grad, 60 Grad. Und dann macht er das und nach ein paar Minuten ist die Pizza zumindest so weit angewärmt, dass man sie einigermaßen noch genießen kann. Ne? Kommunikationsgeräte das Gleiche, also ob ich nun mit meinem Thermostat rede oder ob ich das dann dementsprechend über irgendeine andere Art und Weise realisiere. Ich brauche irgendeine Art von Kommunikationsmedium. Das könnte ein Lautsprecher sein, das könnte mein Smartphone sein, das könnte mein PC sein. Die Realisierung des Ganzen ist im Hintergrund immer dasselbe. Eine Ansteuerung an die Cloud, da wird irgendwas gerechnet, der Befehl wird analysiert, irgendetwas zugeordnet und zack, wird die Aktion ausgeführt. Das ist leider Gottes eigentlich immer das Gleiche in Grün. Es fühlt sich bloß um ein Vielfaches angenehmer an, wenn Sie das mit einem Lautsprecher machen, als mit einem Smartphone oder gar mit einem PC. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich empfinde es selber persönlich als deutlich angenehmer, im Raum einfach mit einer ganz normalen Akustik zu reden. Und dann tut der Raum für mich was. Hm? Wenn ich jetzt immer das Telefon dann so in die Hand nehmen muss und eine Taste drücke, na, können Sie es so sehen, so, und eine Taste drücken muss, dass sich dort das Helferli aktiviert und da muss ich da auch noch reinsprechen, das ist für mich wie eine Fernbedienung auch. Dann kann ich auch gleich eine echte Fernbedienung in die Hand nehmen. Also auch dieser Benefit. Telemedizin. Ne, wenn diese Uhren derartig vernetzt sind, dass sie vielleicht sogar auch mit ihrem Arzt geknüpft sind und sie müssen da irgendwie etwas längeres EKG über sich ergehen lassen, wobei diese Geräte keine Medizinprodukte sind, ganz, ganz wichtig. Das heißt, wenn sie ein EKG, Langzeit-EKG brauchen, dann werden sie eben auch ein sehr klobiges Medizinprodukt angeschlossen werden und nicht an eine Smartwatch. Das hat natürlich nochmal ein bisschen was mit Genauigkeit zu tun und auch mit Zertifizierungen zu tun. Kommen wir noch im späteren Verlauf dieser Veranstaltung darauf zu sprechen. Und selbst wenn Ihr Arzt sagt, na gut, erstmal um ein bisschen zu gucken, wie es sich überhaupt verhält, reicht mir das hin? Ja, dann verknüpfen Sie sozusagen Ihre Uhr mit seinem Zugriffsgebaren und zack, kann er aus der Ferne gucken, wie es Ihnen gerade geht. Huch, tot. Dann wird Alarm geschaltet und dann kommt dann jemand gucken, ob sie wirklich tot sind. Und in Wirklichkeit waren sie gerade nur duschen und haben eben das Gerät dementsprechend ausgeschaltet. Ja, Studenten sind immer toll. Jetzt werde ich schon wieder angerufen, obwohl überall zu sehen ist, dass wir im Stream sind. Ist ja störend, ne? Und Punkt, Punkt, Punkt. Muss klar sein. Also diese Liste lässt sich beliebig ergänzen.
Mehrere Hindernisse des Ganzen, zum Beispiel Problem 1, mangelnde Awareness des Herstellers. Problem 2, kein Interesse des Herstellers. Zum Beispiel, der möchte einfach, dass der Kunde gebunden ist an den Hersteller. Der will gar nicht, dass da andere Hersteller auch mit rumkreuchen, Interoperabilität, ach nö, die sollen das alles schön von Philips kaufen. Und dann geht das eben auch gut zusammen mit anderen. Nö, supporten wir nicht, finden wir doof. Wenn es dadurch natürlich dann schon hapert, ist es extrem schwierig, auch einen Standard zu etablieren. Und wir haben auch keinen Standard. Also wir sind weit entfernt, einen Standard zu besitzen in der Heimautomatisierung oder in der Smartwatch-Geschichte oder dem Sensieren von irgendwelchen Sachen. Gibt es keinen Standard. Sie können das machen, wie Sie wollen. Sie können das 400. Mal ein Thermostat bauen und da irgendwie vielleicht diesmal mit Python arbeiten anstatt mit C++ und können es verkaufen. Wenn es Anklang findet, ist gut. Wenn nicht, Pech gehabt, dann ist es halt so. Aber es gibt keine Verpflichtung, sich an irgendwelche Standards oder Normen daran zu halten. Altgeräte der Nutzer, die nur noch nach und nach ersetzt werden, sind natürlich auch problematisch, denn war es bei der Philips Hue-Geschichte schon so? Es gibt irgendeine Erstgeneration Bridge, die nicht funktioniert mit irgendwie neuen Birnen. Und ich glaube, auch bei Sonos, habe ich mal gelesen gehabt, gibt es das Problem, dass die neuen Features nur mit neueren Lautsprechern funktionieren. Und sogar so schlimm das Ganze geht, dass wenn man aus Versehen mal irgendwie die neue App koppelt mit den Lautsprechern, dass dann ein Firmware-Update reingespielt wird und dass sie dann irgendwie zu den alten Systemen gar nicht mehr kompatibel sind. Irgend sowas habe ich mal gelesen. Wenn sowas der Fall ist, geht das relativ schnell viral und die meisten werden das irgendwie auch nicht schön finden. Gut, das ist Sonos sicherlich nicht das Billigste, was man so kaufen kann. Würde man da so eigentlich auch erwarten, dass man da etwas länger von hat. Muss man dann mal gucken, ne? So, einige Hindernisse lassen sich softwareseitig umgehen, zum Beispiel per Middleware. Kein Problem, haben wir kennengelernt. Lässt sich also dementsprechend wunderbar eine Interoperabilität herstellen, auch von unterschiedlichsten heterogenen Systemen. Die kommunizieren über die Middleware und dann ist gut. Gerade im Heimautomatisierungsbereich hat sich das auch durchgesetzt, denn da kommuniziert man sehr stark mit dem Framework MQTT, falls Ihnen das was sagt. Und auch wenn man entweder HomeKit-Geräte oder Google Nest-Geräte oder sonst was miteinander verpaaren möchte und das out of the box so nicht funktioniert, dann nimmt man Raspberry Pi, seine Hände, eine Tastatur und vielleicht einen Bildschirm und dann fängt man an, sich seine eigene Heimautomatisierungsanlage zu programmieren auf von mir aus Basis von OpenHAB, also HAB, und kann dann plötzlich heterogene Systeme von unterschiedlichen Schnittstellen aus der gleichen Zentrale benutzen, als würde es dafür gemacht worden sein. Also typischerweise sind solche Errungenschaften eher aus der Community entsprungen, also vor allem dann eben auch Open-Source-Anwendungen, aber es geht, es ist machbar. Allgemein aber noch kein etablierter Standard für die generelle oder die generische Interoperabilität, also das Internet of Things ist ein Moloch. Ich will nicht das Mordor nochmal in den Mund nehmen, was wir vorhin hatten, aber es ist letztendlich ein Moloch an unterschiedlichen Strukturen, technologischer Natur, Software und Natur, die gut koexistieren, aber es hat sich noch kein wirklicher Standard etabliert. Würde mich freuen, wenn das irgendwann mal der Fall wäre, weil dann sind die Sachen wirklich miteinander kompatibel, abwärtskompatibel, aufwärtskompatibel und was auch immer dann noch eine Rolle spielt. Das wäre eine schöne Nummer, aber da sind wir auf jeden Fall noch etwas entfernt von. Die Geräte müssten auch physisch in der Lage sein, an einem Netzwerk angebunden zu werden. Das heißt eben kabelbasiert, funkbasiert, optisch oder auch akustisch. Und vier Ebenen der Interoperabilität werden in der Industrie dort unterschieden. Nämlich einmal die Protokollebene, also wirklich ganz unten, ne? Darüber wird dann kommuniziert. Die syntaktische Ebene, die semantische Ebene und natürlich auch die Nutzerebene. Und diese ganzen Dinge sind eigentlich voneinander getrennt, sodass sie auch ein Stück weit austauschbar sind. Aber Syntaktik und Semantik ist eigentlich nur wirklich etabliert, wenn man in einem System bleibt. Also wenn ich meine Heimautomatisierungselemente mit Apple HomeKit mache, dann funktioniert das alles ganz toll. Wenn ich jetzt irgendwie dann nochmal ein anderes dieser vielen Kits nutzen möchte, dann muss ich da möglicherweise nochmal neu anfangen und alles dann mit dem machen. Das wäre eine Möglichkeit.
Ein Mischbetrieb ist quasi nur über ja, so Brücken möglich. Und dann kann eben dieses OpenHAB eins dieser Brücken auch darstellen. Ansonsten klar, ach, Sensoren, Steuerungssoftware und auch die Aktuatoren, also dieses typische Precise, Decide und Act, dieser Cycle, der sich daraus ergibt, das ist eigentlich immer wiederkehrend das Gleiche. Die Herausforderungen dadurch auch immer gleich begründet. So, Basis für die Verfügungstellung von Informationen, den Zustand der Umgebung bewerten zu können und zu entscheiden, ob eine Anpassung notwendig ist. Also klassischer Regelalgorithmus. Temperatur im Raum ist 19 Grad, es soll aber 24 sein, also Thermostat aufdrehen. Jetzt sind wir bei 26 Grad, also Thermostat zudrehen. Und so wird sich irgendwann relativ sinusartig dann die richtige Temperatur darstellen. So, einfaches Beispiel, unter Perceive ist Nutzer betritt Küche durch einen Bewegungssensor. Wie nennt sich das dann richtig momentan in der Heimautomatisierung? Aufenthaltssensor oder sowas, ich bin mir jetzt nicht sicher. So, wenn die Küche dunkel ist, Helligkeitssensor, interner Zustandsverwalter hat er sozusagen drin und dann wird eben entschieden, was gemacht wird. Die Steuerungssoftware weiß, dass der Zustand Nutzer im Raum und Raum ist dunkel ist und das ist eben aus aktueller Sicht nicht optimal, also muss er irgendwas machen. Entweder Nachtruhe, ne, irgendwas anderes tun, aber unter normalen Umständen, wenn es dunkel ist, soll er bitte Lichter machen. Also ACT, die Steuerungssoftware, aktiviert die Lichtaktuatoren in der Küche. Bob. Nichts Einfaches als das. Könnte klausurrelevant sein. Der aktuelle Zustand des Systemraums heißt Kontext und wird auch immer als Kontext betrachtet. Zu den Bewertungen benötigt das Assistenzsystem möglichst viele Kontextinformationen, um daraus eben ja, zu entscheiden, was als nächstes zu tun ist. Kontextinformationen werden dem Assistenzsystem nicht nur extern, zum Beispiel von Sensoren geliefert, auch interne verwaltete Informationen können Kontextinformationen beitragen. Ich gucke mal, ob ich da auf der nächsten Seite sowas habe. Zum Beispiel als Beispiel, wenn das System die Lichter in der Küche aktiviert, dann weiß es, dass diese aktuell an sind. Das nennt man Kontext. Wenn es die wieder deaktiviert, weiß es auch, dass der interne Zustand der Beleuchtung in der Küche eben aus ist. Ein weiteres Beispiel ist, daraus folgt, dass die Küche mit hoher Wahrscheinlichkeit jetzt hell ist. Ich versuche Ihnen noch mal ein anderes Beispiel zu bringen, weil es gerade so schön regnerisch draußen war. Sie stehen morgens auf, gucken aus dem Fenster und die Straße ist nass. Dann ist der Kontext, ups, es hat wohl geregnet. Das machen Sie ganz alleine mit Ihrem Kopf, gucken raus, ups, muss wohl nass gewesen sein. Es könnte aber auch sein, dass Sie einen ziemlich griesgrämigen Nachbarn haben, der sie ein bisschen veräppeln möchte und mit dem Gartenschlauch erstmal vor ihrer Haustür und überall, wo sie so rausgucken können, erstmal alles nass gespritzt hat. Hat gar nicht geregnet, aber es wird ihnen so dargestellt. Also dieser Kontext, der muss sich natürlich irgendwo ergeben und sollte natürlich auf einer ganz guten Grundlage basieren. Hier sind zwei verschiedene Varianten für interne Gewinnung von Kontextinformationen genannt. Nämlich erstens über die internen Zustandsverwaltungen, Licht an, Licht aus, Licht blau, Licht grün. Und zweitens über logische Schlussfolgerungen, zum Beispiel eben auch, Straße ist nass, also muss es eben geregnet haben. Eine Frage, wer bewertet die verschiedenen Zustände eines Systems? Dieses Wissen muss der Assistenzsystem irgendwie beigebracht bekommen. Das heißt, es muss mindestens eine initiative Konfiguration erfolgen. Während des Betriebs können immer mehr Anpassungen notwendig sein. Und die dritte Herausforderung ist eben dann die User Interaction. Das heißt, Ihr Smart Home macht gar nichts ohne Sie. Wenn Sie dem nicht vernünftig was beibringen, tut es nichts. Wenn Sie dem Blödsinn beibringen, macht es Blödsinn. Also bis zu dieser Situation, und da dreht sich jetzt das Ganze tatsächlich im Kreis. 15.10 Uhr ist richtig, alles klar. Man verlässt das Haus, man hat die GPS-Koordination plötzlich woanders und zack, laufen alle Heizungen sozusagen auf ihren Nachtruhe runter. Und zu Hause bippert die ganze Familie. Das sind eben auch Kontextelemente, die dafür Sorge tragen, dass sie zwar eine initiale Konfiguration vornehmen müssen, aber dass im Nachgang natürlich auch noch das ein oder andere auf sie zukommen kann, um diese Konfiguration noch zusätzlich zu ergänzen. Mensch, wie viel kommt denn da noch? Soll man Zugriff auf mögliche Funktionalitäten ermöglichen und die Anzahl der Funktionalitäten einschränken?
kann das System vielleicht erlernen, welche Funktionalitäten der Nutzer in einer bestimmten Situation überhaupt benötigt? Lalala. Ja, schön. Das sind natürlich, nennt man dann nochmal, intention-basierte Interaktionen. Also auch das Lernen. Wenn der Benutzer immer nach Hause kommt und als allererstes, weiß ich nicht, Musik hört, dann kann irgendwann mal so ein Algorithmus sagen, also soll ich das vielleicht mal als Standardszene für dich etablieren? Du scheinst ja wirklich nach Hause zu kommen und regelmäßig Musik zu hören. Ja, klickt man auf OK und zack, ist das ein Automatismus, der angelernt worden ist und aber irgendwo auch gewinnbringend ist. So, User Interaction. Explizit und implizit. Also explizite Interaktion ist zum Beispiel bewusste Steuerung des Systems, nämlich zum Beispiel durch einen Sprachbefehl. Mach das Licht an, mach das Licht aus. Implizite Interaktion hingegen ist, dass die Steuerung durch das System der Verhaltensweisen im Raum, also durch die Kontextinformation, irgendwas macht. Viel angenehmer fühlt sich Letzteres an. Sie müssen gar nicht großartig mehr was sagen, sondern ein Bewegungsmelder merkt, Sie sind in dem Raum. Es scheint draußen gerade die Sonne. Der Helligkeitssensor sagt das auch aus, also brauche ich kein Licht anmachen. Aber Sie sind jetzt in dem Raum. Und was ist das für ein Raum? Ist das Ihr Arbeitszimmer? Na, vielleicht sollte man dann mal, was weiß ich, eine Musik anmachen, weil Sie gerne beim Arbeiten eine Musik hören. Oder die Leuchte an Ihrem Schreibtisch anmachen, weil das möglicherweise tatsächlich wichtig ist, dass Sie da vernünftig gucken können und so weiter und so fort. Also, möglicherweise tatsächlich noch gut in der Zeit durchgekommen. Genau, das ist es, was ich eigentlich Ihnen mitteilen wollte. Ich gehe mal auf die große Kamera hier. Wir haben uns heute mit dem Thema perversiven Systemen beschäftigt, nicht nur einfach deswegen, weil es wichtig ist, sondern weil es, glaube ich, auch ein Punkt ist, den Sie selber zu Hause schon verwenden, ohne es teilweise zu wissen. Diese ganze Technologie ist irre alt. Wir haben ja gesehen, Steinzeit 1985, gab es da schon das ein oder andere und ich sag mal, die Funktionalität hat sich bis heute auch nicht nennenswert geändert. Es ist besser geworden, leistungsstärker geworden und kleiner geworden vor allem, aber das, was ich machen kann, ist weiterhin auch von den Funktionalitäten gleich geblieben. Was haben wir noch gemacht? Wir haben uns mit unterschiedlichsten Systemen mal etwas intensiver beschäftigt oder ich habe das allen voran für Sie gemacht. Und Sie haben dann im Chat durchaus dann nochmal das eine oder andere beigetragen. Es gibt da viele Dinge, die man sicherlich in den Bereichen noch viel, 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 viel feingranularer machen kann. Aber ich denke, für alles, was darauf aufbaut, Frameworks, die wir uns angucken werden, Architekturen, die wir uns anschauen werden, Programmiertechniken, die wir uns sicherlich auch nochmal herannehmen werden, werden in diesen Techniken heutzutage eigentlich grundsätzlich manifestiert. Also wenn Sie eine Cloud-Anbindung bauen, dann ja, klar, können Sie entweder Daten austauschen, also als Storage-System nutzen, oder Sie machen maschinelles Lernen damit. Also sollte man auch drüber nachdenken, vielleicht auch ein bisschen ML sich mal auseinanderzusetzen als heutiger Informatiker. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke, wir haben die Zeit gut durchgebracht, haben auch, glaube ich, komplett fast durchgezogen. Die Pause ist ja noch ein bisschen im Haben, aber ich denke, wenn wir jetzt 15.15 Uhr eine gute Zeit zum Schluss machen, etablieren, dann sollte das für diese Woche auch hinreichend gewesen sein. Wie gesagt, wenn Herr Klages mir das Go gibt, wann er denn das nächste Mal mit ihm irgendwie in Kontakt treten möchte, werde ich das über Discord, StudIP und was ich sonst noch so finde, Ihnen auch mitteilen. Derzeit sieht es so aus, als dass Sie erstmal mit mir Vorlieb nehmen müssen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht ganz so kritisch und bedanke mich wie immer fürs rege erscheinen, fürs Mitmachen, dass Sie alle fair miteinander sind, dass hier kein großartiges, hässliches Gespamme im Chat funktioniert. Und ja, sorry, dass ich jetzt über den Chat noch keine Gewinnrunde einleiten kann. Das mache ich einfach nächste Woche. Seien Sie da einfach ein bisschen vorbereitet und ich denke, an der Stelle reicht es dann auch für heute. Vielen, vielen Dank und wir hören und sehen uns hoffentlich dann nächste Woche wieder. Ciao!